gar nichts. Der wird gar nicht, das ist leider islamischer Recht und das ist ein Kind, Kind ist kaputt, sogar von der Umgebung wird verachtet. Ja? Und das ist Ja. ein brutales Gesetz da und auch in Pakistan so. Ja, lass uns darüber reden. Ja, Oder natürlich, ja, natürlich. lass uns darüber reden. Oder eine Frau, die misshandelt wurde und er kriegt Bestrafung und sie bekommt noch härtere Strafe Genau. dafür, weil sie misshandelt wurde. Verstehst du? Nee, das Lass uns Mädchen mal sogar. Das darüber Mädchen reden. wird von Verwandten sogar missachtet, und obwohl ein Kind ist. Und das ist Scharia, das Recht, und das islamische, barbarische oder sogenannte bedawitische Gesetz, ne, die leider in diesen Ländern herrschen. Und da hast du recht, da bin ich mit dir. Ne? Reden wir über Und darüber. Debatte, debattieren wir die Genau. Muslime. Machen wir jeden Tag. Ja, wir reden auch mit Carlo zusammen über Muslime, das Habe ist schon klar. Bock auf debattieren, ne? Ja, Ja, über Muslime Jess, nicht. das Viele Problem zum Muslime sehen darüber Beispiel, nicht so, aber über Islam kann man reden, islamische Gesetze definitiv. Und aber Jess, nicht verallgemeinern, das 100% nicht. Ne? Ja, Jess, das Problem ist zum Beispiel, du bist als Christin, kommt ein Muslim, da kann er gerne mit dir debattieren, will er auch gerne, verstehst du? Weil da kommt mit deinem Bibel gegen Argumente, verstehst du? Aber bei uns zum Beispiel hier, Babu, ich, Eddie, Mujib zum Beispiel, die kommen mit uns gar nicht rein, weil wir sind Kafir, wir glauben an nichts, verstehst du? Das ist das Carlo, für das Ding die, ist so, für, ja. Mein die haben Bruder, gar keine. hör mir zu, Doch, ich habe, Carlo. die haben, Jakobs, weißt du, was die haben? Die sagen, ach, jetzt hast du keine Religion, jetzt glaubst du an Gott nicht, nee, jetzt kannst du deine Geschwister und deine Mutter heiraten. So haben die, Totaler so können die Schwachsinn, eingreifen. totaler ja, die Ja, werden halt überleg quasi, dir. oder die werden halt quasi ihre Hadithe auf euch aufsetzen, Genau, aber die haben genau. gar keine Angriffsfläche, so wie wir Christen, dass die sagen, pass auf, Ja, bei euch genau. kann es sein, dass es so und so und so steht. Da haben die ein bisschen einen großen Auswahl. Bei euch Also, können die nicht, deswegen können die auch nicht mit euch unterhalten, deswegen kommen die auch nicht ich hoch zu finde, euch. deswegen finde ich immer das einzige Vers, wo im Koran steht, dass es Gute von zum Beispiel von Muslimen ist, ne? Zum Beispiel heiratet eure Geschwister und eure Kinder und eure Mütter und eure Tanten nicht, ne? Sonst hatten die auch die geheiratet, Carlo, ich glaub sag mir. dir ehrlich, schau mal, ich als Christin, guck mal, ich kann mich sehr gut rechtfertigen, wenn ein Muslim sagt, ja, Offenbarung etc., pipapo, da kann ich es auch natürlich die Antwort geben, und ich werde auch danach nachfragen, was in den Hadithen steht, im Koran. Also ich habe mich sehr viel beschäftigt über den Koran, den Hadithen, sogar die Bibel habe ich selber gelesen, und ich schäme mich gar nicht. Ich sage nur die Wahrheit, und ich verkündige nur die Wahrheit, weißt du. Ich lese nur den Koran, die Hadithe, was da stehen, und trotzdem werde ich gesagt, du bist eine Hetzerin, Jazz, was ein Nazi, was bist du, ein Kafir, was bist du für das und das. Ich denke mir so, was habe ich jetzt getan? Ich habe nur für deinen Koran gelesen. Ich hetze gar nicht. Ich sage nur Fakten, was da stehen, und mehr nicht, ne? Damit du deine Augen öffnest, weil das ist eine falscher Weg, sag ich mal, ne? Man sollte schon überlegen, so, ist das für dich schön, dass du eine Frau schlagen darfst, dass du sie vergewaltigen darfst, TikTok-sportlich? Ha? Ist das für dich schön? Ich glaube eher weniger. Oder ein kleines Mädchen heiraten, ein 6-jähriges Kind, die Aisha? Ich weiß jetzt nicht so, mein Lieber. Und dann kommen die Ausreden so, ja, es war damals so totaler Bullshit. Bis heute noch werden die zwangsverheiratet, die kleinen Kinder, ja, ohne Grund. Und Aber dann, wir sind, dass damals so war. das Das ist war, auch Blödsinn. Da nein, war damals nein, nicht das so. damals, nein, damals gab es das auch nicht. Nur der Prophet hat das gemacht. Sag mir einer von seinen Sahaba, der das gemacht hat. Keiner. Keiner. Nur Abu Bakr, der Vater von Aisha, hat auch als 10-Jährige geheiratet. Danach, weil das stand in Scharia, darfst du, dann haben die danach gemacht. Aber davor oder in dem Zeit durfte man nicht. Nur der Prophet ist, hat er ja geträumt, dass er sie heiraten soll. Deswegen hat er sie geheiratet. Aber in Wirklichkeit, da gäbe es keine eine von seinen Freunden, also Sahaba oder Al-Bait oder sonst was, dass derjenige eine 6-Jährige heiratet oder so. Gab es nicht. Es gibt es nicht. Gab es vorher auch nicht. Und durch dieser Vers, da heiratet eure Mutter und eure Geschwister und dies und das, vorher gab es auch nicht. Hat niemanden hat seine Geschwister oder Mutter geheiratet. Also warum nimmst du mir das, gibst du mir das im Koran, dass ich das machen soll? Sowieso, ein normaler Mensch macht das sowieso nicht. Aber Ja, das überleg ist. dir, hat er, deswegen,
Deswegen steht im Koran auch, du darfst, steht nicht im Koran, du darfst du auch nicht mit Tieren F machen, ne? Ja. Darfst du nicht, steht nicht, darfst du nicht. Deswegen erlaubt. Durch Hadithe erlaubt das. Ja, die erlauben alles, die dürfen auch, dürfen auch lügen, die dürfen auch lügen und das und das. Und das finde ich echt krank. Ne? Und dann sagst du, Mohammed ist der beste Prophet, ich glaube eher weniger. Guck mal, der Mohammed hat so viele Sünden gemacht, dass er SRX-Sklavinnen hatten, ja. Und die sagen, ja, er hat nur die Frauen beschützt, damit er alle heiratet, totaler Schwachsinn. Er hat mit jedem Bunga Bunga gemacht, ja, und gezwungen, vergewaltigt, TikTok sportlich und alles Mögliche. Und du willst mir damit sagen, dass ein Prophet, eurem Prophet das Beste ist? Ich glaube eher weniger, meine Lieben. Ja, und befehlen noch die Kuffars zu töten. Die Kuffar, das ist doch erbärmlich, Leute. Richtig peinlich. Eine Sache war gut. Rasul Shaitans. Es gibt ein Gebäude, es gibt ein Gesetz im Islam. Alles, was nicht verboten ist, wo es keine klare Verbot gibt, ist erlaubt. Al-Asl fil Ibaha heißt das. Alles ist erlaubt, außer es gibt ein klares Verbot im Hadith oder im Koran. Also alles, was ihr euch denken könnt, im Islam ist erlaubt. Denkt ihr, was du willst, ist erlaubt, außer es gibt ein klares Verbot. Dann ist es für mich der Teufel. Das ist eine Qaida Fiqhiyya. Dann ist es für mich der Teufel, Babu. Wenn du, guck mal, wenn du so sagst, beispielsweise, wir haben auch Regeln, jeder hat selber eine eigene Regel. Weißt du, wie Christentum, wir dürfen nicht töten, wir dürfen nicht lügen, wir dürfen das und das nicht machen. Die Muslime machen das im Gegenteil. Dann denke ich mir so, aha, interessant, dann sind das für mich Shaitans. Das sind für mich Shaitans. Verstehst du, was ich Babu, meine? Babu, Babu, ja, der Maktub, Hadith, Suwe, Qaida, Fiqhiyya, oder Schlun, ein Schub, ich koche gerade, Freunde, ich schaue, so, ja, Qaida, Fiqhiyya, Asl, Fil, Ibaha, alles ist erlaubt, außer es gibt ein Verbot, ein klares Verbot. Wie finde ich das? Kann ich später danach gucken, dann zeige ich euch. Erinnert mich daran. Ich bin in 10 Minuten ungefähr da, okay? Ich höre zu. Okay, Babu, kannst du mir auch was für mich kochen? Ja, gerne. Ich esse allerdings vegan, ne? Ja, ich bin auch vegan. Na gut, gerne. Seid ihr alle krank oder was los? Du hast sehr gut dazugelernt. Sehr gut, Jess. Was sagst du, Jakobus? Ich so, du hast wirklich, man merkt, dass du viel gelesen hast. Das gefällt mir, was du da alles präsentierst. Also ja, ich küsse auch mein Herz, ja. Man sollte einfach die Wahrheit verkündigen, beziehungsweise einfach die Wahrheit Fakten sagen. Also mehr als lesen kann man nicht. Mehr als lesen und vortragen kann man nicht. Ob die das annehmen, das ist deren Problem oder nicht. Ne? Da können wir nichts machen. Ich muss ja nicht mit einem Satan leben. Ja, die machen das alles im Gegenteil, wie gesagt, dann sind das für mich die Satanskinder, so ganz ehrlich. Das ist, ich habe mich schon lange distanziert von meinen Freunden oder generell einfach, die mir nicht gar nicht gut tun. Einer ist Alkoholiker geworden, einer ist Junkie geworden, einer ist Muslim geworden, etc. Pipapo. Deswegen habe ich mich distanziert und ich habe mich näher an den Herrn Jesus Christus ein bisschen näher gekommen, weißt du, was ich meine? Damit ich meinen Glauben noch stärkere und noch die Wahrheit verkündige, beziehungsweise auch über die Muslime. Ich bin ein Mensch, ich predige nicht. Ich sage nur, was die Wahrheit ist und mir nicht. Okay, es kann sein, dass es eine Prediger ist oder so, aber keine Ahnung, jeder hat seine eigene Meinung. Ich sage nur, der Islam ist ein Dreck. Es ist meine Meinung, jeder hat seine freie Meinung. Distanziert euch. Ich sage euch ehrlich. Welche Rolle spielt Satan oder Scheitan im Christentum? Ist das ungefähr dieselbe Rolle wie Islam oder ist es ein bisschen anders? Es ist halt ein bisschen anders. Also wie soll ich dir erklären? Guck mal, im Koran haben die alles kopiert von der Bibel, okay? Die haben sich alles... Das ist scheiße, das darfst du nicht sagen, ne? Dann ist das Bibel genauso. Nee, die Bibel, nee. Die Bibel ist das wahre Gottes. Von Alten Testament bis das Neue. Die Muslime... Yes, meine Liebe, ich sagte, die haben nicht den Bibel, die haben den Talmud. Die haben den Talmud kopiert. Das ist eine jüdische, rabbinische Schrift. Ja, das hat mit dem Christentum nichts mehr zu tun. Das sind halt Juden, die an den Juden gegeben, nicht an uns. Das ist ein Unterschied. Ne? Da muss ich dir ein bisschen kurz dazu sagen, sonst kannst du alles weitersprechen. Ja. Den Talmud, das ist ein Unterschied zwischen der Bibel. Bitte. Ja, genau. Und ja, also was wolltest du nochmal fragen? Ich frage als Atheist, deswegen nicht falsch verstehen, ne? Und zwar, welche Rolle spielt Scheitan oder Teufel im Christentum? Also in Islam gibt es tausende Geschichten, was Scheitan angeht. Ne? Scheitan ist überall da.
Scheitern lehnt dich vom Gebet ab, Scheitern stört dich Guck beim mal. Sex und überall. Guck mal. Was ist denn im Christentum so? Wir, schau mal. Oder in Orthodoxen, weil ich lebe auch Ein mit den Christen gefallener zusammen. Engel, Bruder. Das ist ein Das, gefallener Engel. genau, gefallener Engel. Das war Gottes erster Engel, der den lieben, der den Herrgott, ja, wie soll ich sagen, ja, zum Kampf angefordert hat. Der wollte Gott stürzen. Gott hat ihn aber so lieb gehabt, dass er ihn in die Hölle verbannt hat, also in die Untergrund. Das ist der Herr der Finsternis, Luzifer. Ja, genau. Und die Luzifer ist ein Orthodoxie, sage ich dir gefallener, noch. genau wie Islam dann, oder? Wir denken auch Nee, Islam. nee, 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 nee. Muss ich mir genau zu. Und die Orthodoxie, es ist nicht nur den Glauben. Jeder Gleicher hat Weg. sein. Jeder Christ hat Wege. alle Glauben gleich. Also. Das ist das, ja, Mujib, das ist gar nicht wie Islam. Es ist gar nicht wie Islam. Es gibt einen Ist großen ganz Unterschied, anders. Mujib. Nee. Hör mir zu. Die Ja. Orthodoxie, es gibt keinen großen Unterschied zwischen Katholiken, Orthodoxie, Evangelien, gar nichts. Wir sind alle eins und die glauben alle an den Herrn Jesus Christus. Alle. So. Und es gibt einen großen Unterschied, wie gesagt, was Deus jetzt gerade vorgeklärt hat. Wir sagen nicht, ah, Bismillah, dass der Teufel weggeht. Nein. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nur, wenn du was Böses tust, etwas ganz Falsches, dass du deine Gebote nicht einhalten kannst und gebrochen hast, beispielsweise Menschen töten, TikTok sportlich, dann ist das für mich, dann wurdest du, sag ich mal, von einem, meiner Meinung nach, von einem Satan, hinter deinen Ohren geflüstert, so du sollst jeden anderen Menschen umbringen. Das ist eine Sünde. Und der Teufel spricht dich immer hinter den Rücken so, ey, mach das und das, was im Gegenteil ist, was Schlechtes ist. Wir sagen nicht Bismillah, wir sagen nicht wenn wir ins Klo gehen, zu einem rechten Fuß hinsteigen. Nein, totaler Bullshit. Totaler Bullshit. Aber für mich, sag mal so, ich will jetzt nicht angreifen, für mich Geschichte ist ziemlich ähnlich, nicht gleich. Genauso sagen sie auch, es gibt bestimmte Rituale, vielleicht bei dir nicht existiert. Deswegen sage ich immer so, du hast gesagt, kopiert. Da kann ich auch jetzt verstehen, vielleicht ist es doch kopiert, weil die Geschichten ähneln sich, ja, sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Scheitern ist überall da, Scheitern sagt immer das Gegenteil, mach bitte das, obwohl Allah das verboten hat, ne? Genauso hast du auch gerade erzählt. Deswegen, ich glaube schon, dass die beide sich sehr ähneln, ja. Oder falls du Weißt verstehst. du, warum die sich so ähneln? Wie gesagt, was Jakobus erklärt hat, die haben einfach von dem Talmud, wie gesagt, von die Juden, wie heißt es nochmal, raus, Jakobus, hilf mir mal, rausgenommen, sag ich mal. Heißt es so, rausgenommen? Ja, zitiert von Wie? den Talmud, meinst du? Ja, genau. Aufgeschrieben. Ja, genau. Und dann haben sie halt beschriftet, wie sie es halt möchten, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Die haben es alles anders formuliert. Wir, beispielsweise die Bibel, ist nichts verändert. Nicht mal ein Wort, gar nichts. Die haben alles kopiert, die Muslime. Alles. Sogar beispielsweise, was der Herr Jesus uns gesagt hat beim Beten, beispielsweise Vater unser, ne? Du kennst es ja, Vater unser, denn du Ja, bist im klar. Himmel, ne? Ja. So, jetzt kommt's. Die Muslime, die haben ja auch diese, wie heißt es nochmal? Ja, die sagen, A'udhu billahi shaitani Ah, rajim und so, keine Ahnung, ja. diese Dinger, ne? Und da drin, Bismillahirrahmanirrahim. und genau, und da drin sind Wörter wie beispielsweise, was Joe erklärt hat, von unseren Gebeten wurden die bestohlen, Ja, sag ich mal. die haben das Alte Testament quasi benutzt für sich, diese als Fatiha, zu Genau. ihre Günstigen, Bismillahirrahmanirrahim und das tralala. Aber es gibt noch zwei Punkte, wo die das von dem Talmud natürlich übernommen haben. Im Talmud steht auch Punkt Beispiel 6.7, wo die uns Christen und die Juden verfluchen. Also das heißt, wenn ein Moslem diese Fatiha ständig am Tag 20, 30 Mal sagt, er verflucht uns 20, 30 Mal die Punkt 6 und 7. Da wird über die Juden gesprochen. Und das Gleiche haben die Juden und die Christen, das Gleiche haben im Talmud. Auch ein Zitat, wer nicht als Jude geboren ist und wer die jüdische Tradition nicht nimmt, die verfluchen wieder andere Leute, andere Rassen, verstehst du? Das ist eine Abspaltung. Und deswegen diese Fatiha, Bruder, Punkt 6, 7, 8, die verfluchen uns, die reden über uns. Und das merken die Ja, Muslime leider noch nicht. so, ja, klar.
Bitte? Redul Maghzubi Alaim, das meinst du, ne? Ja, genau, Redul Maghzubi Alaim, das ist übersetzbar. Du kannst das auf Deutsch einmal die Leute einmal erklären. Ich kenne das, aber sag du das als Ex-Moslem, der auch versteht, was ich meine. Jakobus, du musst aber, wenn du schon den Talmud erwähnst, musst du da bitte auch sagen, dass es zwei gibt, einen großen, das ist der babylonische, der knapp 300 nach Christi Geburt geschrieben worden ist. Ja, ja, richtig. Der sogenannte palästinensische Jerusalemer, der ist 500 nach Christi geschrieben worden. Ja. Und ich spreche den babylonischen, ich spreche die ganze von dem babylonischen, der im zweiten, im dritten Jahrhundert von den Rabbiner quasi, von den Juden quasi aufgeschrieben haben. Ne? Das ist im zweiten, dritten Jahrhundert. Genau, und das muss halt den Ex-Muslims auch erklären, weil jetzt kommt nämlich jetzt das Wahnwitzige. 122 Jahre später wird Mohammed diesen Erdball besteigen sozusagen und wird irgendwann mal seine Irrlehre rausziehen. Und da wird es lustig. Weil alles, was ihr eben gerade hier beide gesagt habt, ist richtig. Die zu 90% aus dem Talmud und das, was ihnen gefallen hat, haben sie sich aus dem Alten und Neuen Testament genommen. So, dass die Einstufung Judentum, Christentum und wir als Ende. Richtig. Und das sind Zivilisten. Das sind die Juden, also nicht alle Juden, aber es gibt ein paar Juden, das sind Zivilisten, die akzeptieren uns nicht als Christen, ja. Zivilisten meinst du? Und? Ja, kurz zu dieser Sache, zu diesem Talmud. Das ist ja halt, wie gesagt, eine babylonische Schriftart von den Rabbinas quasi geschrieben worden. Und halt, das haben natürlich dann halt ich will dich nicht unterbrechen, ne? Aber das Thema ist ganz anders gelaufen jetzt. Nur weil zum Beispiel Mujib auch an Jesus nicht glaubt. Aber ich habe kein Problem mit Christentum, sobald die nicht in die Kirche reingehen und rausgehen und sagen, ja, sich bombardieren irgendwo, verstehst du? Ich habe mit niemandem ein Problem, der mich nicht dazu zwingt, zum Beispiel dem Christentum zu kommen. Da habe ich kein Problem damit. Und wenn die Christen das nicht machen, da habe ich wirklich kein Problem. Man kann glauben, an wem das will. Es gibt Leute, die glauben an Ratten sogar oder an Kuhs. Nee, und da habe ich wirklich kein Problem, sobald mir nicht wehtun. Und du meinst, und Mujib, wenn du... Nein, Carlo, du verstehst was falsch, okay? Ich habe auch mit niemandem... Das geht ja nicht darum. Das geht darum, nee. Unser Scheitan ist ganz anders als bei dem. Wenn ich jetzt bei auf Klo sitze und denke ich an ein Vers, das heißt bei uns in Islam, Scheitan spielt mit meinem Kopf, weil ich gerade bei Dusche oder mit meinem Kopf oder auf Klo an dieser Vers denke. Aber trotzdem, du, das ist was ganz anderes. Carlo, warte mal jetzt, ich bin dran. Du hast, glaube ich, Hendrik vorgeworfen, ich habe kein Problem mit Christentum. Nein, ich habe nicht vorgeworfen. Ich habe wirklich nicht vorgeworfen. Was so jetzt? Ja. Ich lebe sogar seit über 25 Jahren mit den Christen zusammen, sehr friedlich, und wir haben Familie sogar. Das ist ja Quatsch, was du sagst. Und das stimmt, dass natürlich die Christentum ist aufgeklärt worden. Die haben auch Blutbäder, die haben Renaissance, kennen wir. Gott sei Dank haben die geschafft, diese Zeit hinter sich zu haben, und sie haben Kirche reformiert, es gab Martin Luther, das ist was passiert, in Islam ist nichts passiert. Aber dass die Geschichte sich ändert, der Scheitan bei allem ein bisschen sich gleich sind, da kannst du nicht jetzt das leugnen. Man sagt, diese große, drei große abrahamitische Religionen, die alle aus dem Osten kommen, die haben sehr gleiche Wurzeln, dass Mohammed alles kopiert hat und jetzt verschlimmert hat. Das ist auch die Wahrheit. Da kannst du nicht jetzt leugnen, das ist Geschichten und das ist auch die Wahrheiten. Man kann darüber reden. Ja, ich habe nur gefragt, was ist der Unterschied zwischen den beiden Scheitern? Nicht, dass dann heißt, er hat dich gegrüßt. Ich wollte euch nicht im Wort fallen, aber hey, Vibe, du darfst nicht predigen. Ne? Das weißt du schon. Meinst du mich? Ja. Ich weiß, was ich tue und was nicht, mein Lieber. Ja, gut, dann verstehst du gegen deine Bibel. Bist du ein Muslim? Alhamdulillah. Ja, da bist du ein Gott. Dann haben wir einen Gesprächspartner. Vibe, hör auf zu reden. Ja, warte mal.
Du sagst ja, laut deiner Bibel nicht predigen. Person, ich bin eine letzte Person, dass ich jemanden erzwinge, dass du beispielsweise in deiner Religion zu uns kommst. Das, ich bin die letzte Person, das machen wir nicht. Wir zwingen nicht, wie die Muslime natürlich, kommt zu uns und das und das. Sorry, dass ich hier im Wort falle. Weib, du darfst nicht predigen. Was anderes, Toni, weil, Toni. Die und eine unverschämte Frau ist schlimmer als ein Hund. Die Prediger sagen, also werde nicht unverschämt. Jess, warte kurz. Eine unverschämte Frau ist schlimmer als ein Hund, also werd nicht unverschämt. Du bist ein guter Köter, bist du? Ja, siehst du, bist unverschämt. Warte. Bist schlimmer als ein Hund. Warte. Steht in deiner Bibel. Jess, bitte. Sekunde. Ist noch schlimmer, glaube ich, ne? Toni. Ja, bitte. Toni, bitte, Leute, Toni, bitte. Ich zitiere nur die Bibel, beleidige niemanden. Ja, warte. Aber zitiere mal den Koran, das ist noch schlimmer. Ja, warte doch, bitte, Leute, bitte. Dann tut mir leid, dann geh ich runter, wenn ihr meint. Nein, nein, warte, Toni. Wie gesagt, die Bibel. Toni. Ja, Toni, Toni, wenn du hochkommst. Ey, du bist wieder unverschämt. Eine unverschämte Frau ist. Ja, Jess, bitte warte kurz. Jess, warte kurz. Toni, wirklich, wenn du hochkommst und greifst du Jess, ne, da bist du wirklich im falschen Film. Da, wirklich. Die ist ganz anders. Also bitte lieber nicht. Toni, hör mir mal genau zu. Weißt du, was Predigen heißt? Ich glaub, ehrlich, da bist du ein falscher Fan. Nein, hallo. Die Muslime haben keine Ahnung, was Predigen heißt. Predigen heißt, ich sage beispielsweise, komm zu unseren Religionen und ich lese die Bibel vor. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur aufgeklärt und ich habe nicht gepredigt. Also halt deine Schnauze, Toni. Tut mir leid, ich bin so, weil du kennst mich nicht und verurteile keine Menschen. Ja, du bist ein Kafir, du bist ein Jahil, du bist ein Unwissender und rede nicht mit mir, weil ich habe sehr viel Erfahrung über den Koran und die Hadithe. Also rede nicht mit mir. Siehst du, das meine ich, Toni. Willst du dir da sowas an? Und sag nicht, dass die Muslime die wahre Religion ist, okay? Weil es gibt einige Frauen, die Ex-Muslime sind und sagten selber, wir waren gezwungen, ein Kopftuch zu tragen. Also halt deine Klappe, Toni. Halt deine Klappe. Nicht beleidigen, nicht beleidigen. Jess, nicht beleidigen. Gut, Jess, richtig so. Hau ihm mal was auf die Ohren. Ja, nein, nicht beleidigen. Die kann mit dir normal reden, der kann dazu antworten, aber nicht beleidigen. Ich kann nicht mit ihm normal reden. Er hat mich beleidigt. Verstehst du, was ich meine? Das geht gar nicht. Wenn er mich beleidigt, dann beleidigt er mich. Du kannst ihn auch sagen, Mohammed hat auch gesagt, wer eine Frau quasi vorbeigeht, die hat sie auch als Eselkopf, als Affe da genannt und so. Das kannst du ihn auch sagen. Das hat auch bei Einstein Allah das gesagt, dass die Frau da quasi als nichts da ist. Das kannst du ihn auch sagen. Aber persönlich immer nicht. Und das weißt du, du kannst jetzt stumm tun, die Montane. Aber ich sag dir nur, weißt du was, ich meine, ich predige ja nicht. Ich sag ja nicht, hier kommt zu unseren Religionen. Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ja, das ja, aber, ja, aber du bist unverschämt geworden. Und unverschämte Frau ist ein Hund. Ich bin unverschämter Kaffee. Was redest du für eine da Scheiße? Da steht Mann? Doch drinne. Du beleidigst Jahil. Doch. Halt doch die rechte Wange hin. Jahil. Liebe dein Feind. Liebe dein der Heilige Geist verloren wieder. So geht das. Toni, glaub mir. Hast du deinen Koran irgendwo auf den Hinterkopf heute gekriegt? Hast du deinen Koran heute auf die Stirn gekriegt? Nein, ich zitiere doch nur von der Bibel. Ich weise euch hin, in Liebe zu bleiben, euren Heiligen Geist zu behalten. Aber ihr glaubt mir, der Geist, dass du irgendwas genommen hast. Mann, oh Mann, Alter. Kann es sein, dass du irgendwas genommen hast? Nein, ich zitiere die Bibel. Ja, okay, da hast du recht. Wenn ich die Bibel zitiere, dann habe ich was genommen. Hast du recht? Du hast irgendwas genommen. Du hast irgendwas BTM irgendwas genommen. Weil ich bin ganz normal. So durchgeklappt. Aber Toni, jetzt Toni, wartet Leute bitte, Toni. Ja, mit Toni. Dir rede ich doch normal. Siehst du doch, wir reden ganz normal. Jakob, sag doch bitte. Toni, willst du über Islam reden? Ich bin da. Willst du über Islam reden? Ich bin da. Ja, Bruder, ihr habt doch die ganzen Christen hier oben. Und, guck mal, Toni, ich hasse dich nicht, okay? Ja, aber du bist einfach ein Jahil. Nein, alles gut, ja, alles gut, alles Hass, gut. Ich hab die Bibel zitiert. Mann, Alter, du wirst bestraft dafür. Hör auf, so zu reden, Vibe. Ich werde bestraft. Ja, ich glaub, ja, Vibe. Weil Allah wird dich bestrafen. Vibe. Du hast deine Stimme zu weit weg. Erhebe nicht deine Stimme. Aus welchem arabischen Kulturkreis? Ich komme aus dem hessischen Kulturkreis. Nein, aus welchem Kulturkreis kommen deine Eltern und deine Großeltern? Coach Frankie, du Peinlicher. Bist du jetzt noch Dings hier? Bist du jetzt noch rassistisch? Nein, kann mir deine Eltern Großeltern.
Komm, Leute, du bist ein Satanist, du verspottest unser Herr. Nein, du hast Toni Sarah, ist aus Offenbach. Du hast Sarah beleidigt. Toni ist aus Offenbach, du hast richtig. Sarah ausgenutzt. Wo weißt du das? Du nutzt alle Frauen aus, Coach Frankie. Du bist der letzte Stück Scheiße, Mann. Coach Frankie, du bist ein Peinlicher. Ja, Assi, Toni, ja, hast du reingezogen. Ja, klar, Mann. Wenn ich dich sehe, dann bist du einer von. Kein Problem. Du kannst sehen, was du willst. Also, ich meine, solange du mir nicht schadest, ganz Coach Frankie, kennst du den Spruch? Solange die Schlange dich nicht beißt, lass sie 1000 Jahre leben. Coach Frankie, du peinlich, hast einfach Sarah ausgenutzt mit anderen Frauen, ne? Jess, bitte, peinlich. Guck mal, Jess. Ja, die verliert voll ihre Liebe. Jess, bitte. Sekunde, bitte. Jess, halt dich mal stumm, bitte. Jess, Sekunde. Bitte. Mal die schadet eure Religion, ihr Christen, würde ich nur sagen. Also, guck mal, die dürfen, wenn die werden so, natürlich die Sarah. Wenn so jemand Christentum repräsentiert. Halleluja. Ruhig. Guck mal, die präsentieren natürlich dieser Frank King da, der wird natürlich die Sarah mit Lüge, weil bei denen im Koran, Sure 3, 28, die dürfen jemand beheucheln, die dürfen jemand lügen. Die dürfen die Leute anlügen, damit die natürlich überzeugen, verstehst du? Und das hat er gemacht. Lies mal die 3, 28, lies mir das einmal vor, ja, bitte. Du bist doch in der Beweislage, weil du damit gekommen bist. Hast du Koran vor dir? Nein, aber du bist doch in der Beweislage, du musst doch vorlesen. Ja, ich habe dir gesagt, kaum irgendwas erzählen. Ich kann dir das jetzt sagen, dass du Sure 3, 28, ja, dass ja, du belügst. Babu, hast du einen Koran vor dir, Bruder? Nein, ich gerade was nicht am Kochen. Also, ich habe noch nie aus dem Koran gehört, dass du ja, ich weiß, Sekunde, ich werde dein Koran erzählen. Latat Manoashri. Der kann sowieso kein Arabi, das sieht er schon mal als Kafir. Wir können es aber übersetzen. Du bist Imam, ne? Wie heißt du? Imam. Ja, von mir kannst du noch, ne? Du willst noch meine Hand küssen, warte mal. Imam Jakobus, alles klar. Ja, Habibi, ich mach deine Augen auf, das ist der eine, Alter. Sabur. Abu Sabur. Ja, komm. Moment, ja, was soll ich lesen? Mach, komm. Es ist Sura 23. Imran, Sure 3, 28 und erkläre ihn, was es bedeutet. Er ist ein Ex-Muslim, der kann ihn genau Wort für Wort erklären. Ein Muschrik, der Arabisch kann. Nein, der ist kein Muschrik. Der sagt nicht nur, wo deine Lese ist. Du tust dabei Gesellen. Du bist doch ein Sekunde, Mensch. Sekunde, dass du mir zeigen, dass du und dieser Typ die eine belogen hat, damit du hier einen Fuß hältst. Hä? So steht in deinem Koran, da brauchst du mir jetzt nicht sagen. Mal mit Fuß, was? Toni. Ja. لا يتخذ المؤمن لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتل ويحذركم الله انفسه والى الله المصير. Ja, übersetzt ihn das jetzt auf Deutsch, damit das versteht, der versteht sowieso kein Arabisch. Du musst eine Sure vorher lesen und eine Sure nachher. Den Koran weißt du ganz genau, dass man den nicht so ausdenken kann. Einfach aus dem Kontext reißen. Ja, aber dann hol du doch selbst den. Ja, aber ihr kommt doch damit. Ihr seid doch die Angst. Wenn ich den Tafsir lese, sagst du eher, dass das nicht stimmt. Also dann lese du. Den nehme ich nicht an. Nein, Bro, da bin ich falsch stelle, dann schmeiß mich raus. Jakobs, bitte. Toni, glaubst du nicht an Tafsir? Nein, Toni, glaubst du nicht an Tafsir? Nein. Glaubst du nicht? Nein, kein Tafsir. Schlimm, kein Tafsir. Warte, Jess, bitte. Du nimmst keinen Hadith an auch, ne? Nein, der Koran legt sich selber aus. Okay, gehst du beten? Gehst du beten? Sure 3. Nein. Sure 3, betest du? Steht drin, dass der Koran sich bitte, Toni, aus. Toni, also wie kann ich, ja ganz Toni. Kurz, du fragst mich doch was. Dann erkläre ich dir das doch, eins nach dem anderen. Guck mal. Frag mal nur eine kleine Frage. Okay. Warte, bitte, okay. Bitte. Betest du? Ja, natürlich, Alhamdulillah. Ich bin Muslim und ich bete.
Sag mal, wo steht im Koran? Wo steht im Koran, was du da sagen sollst? Auch bitte, das haben wir schon tausendmal durch. Du warst hundertmal dabei. Nein, haben wir nicht. Nein, wirklich, haben wir nicht. Suche. Ja, jetzt fängst du wieder an. Warte, bitte, oh, Toni, bitte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, weißt du, mit Lügen. Du warst doch hundertmal dabei bei uns im Stream. Hast du das gefragt? Hast du Antwort bekommen? Jetzt fragst du wieder. Ja, warum soll ich antworten? Warum soll ich? Fragst du. Immer ja, nein, frage ich also, immer noch und da haust du wieder ab. Verarschung. Das ist nicht, hau ich ab. Ja, da haust du wieder ab. Ich habe noch nie mit dir geredet. Ich habe doch noch nie mit dir geredet. Ja, haust du wieder ab. Mann, sag mir einfach, wo steht im Koran, dass du ein Fatiha sagst. Oder Subhanu Rabbil A'la, Subhanu Rabbil A'zam. Wo steht das im Koran? Oh, ich habe jetzt nicht das alles aufgeschrieben, aber das steht drin im Koran, das weißt du ganz genau. Das Gebet steht drin, die Waschung steht drin im Koran. Die ist halt, die geht noch anderes, wo du geht halt anders. Wie die Sunniten das machen natürlich, aber da steht alles drin. Ja gut. Du sagst, du betest, ne? Ja. Wo steht das denn, wie viel Mal du betest, wenn du nicht an Hadithe glaubst? Wo steht das denn, wie viel du da betest? Oh, Bruder, guck mal, ich hol dir jemand hoch, der sich mit dem Gebet perfekt auskennt. Wo Koran steht, ja, das haben wir 100 Mal. Jakobus, du warst auch schon 100 Mal bei den Koran-Muslimen auf dem Hadith. Ich war noch keinmal bei den Koran. Ich war noch keinmal. Trau dich nicht so zu kommen, so wie du. Sag mir, wenn du jetzt Sekunde, wie viel du am Tag betest. Er ist kein Muslim, der Toni. Der sagt selbst. Jess, bitte, mit Respekt bleiben, ist egal. Da sind immer noch, die sind immer noch Hippies Muslim. Verstehst du, die lieben das Islam, Hippies. Freizeit, das sind Freizeitmuslime, Bruder, das passt sich nur. Nein, das sind Hippies Muslim. Er ist aus Offenbach. Die lieben Islam. Die lieben Islam, Frieden, verstehst du, das finde ich. Das finde ich immer noch gut, verstehst du? Nur ich will wissen, wie man betet im Koran. Noch was man sagen darf im Koran. Bruder, was man darf, was man... Das nicht. Guck mal, Toni, Carlo. Gebete, nicht nur wie, auch wie viel Gebete. Es gibt nur drei Gebete im Koran. Nur drei. Das meinte ich, es gibt nur drei. Aber laut er sagt, er glaubt nicht an der Tafsire. In seinem Tafsir steht natürlich, in seinen Hadith stehen da fünfmal. Warum glaubt er nicht an den Hadith? Dann ist das doch eine Irrelehre, was er da macht. Versteht ihr? Er ist verpflichtet, die Hadith und Tafsir anzunehmen. Es steht dort, Sure 3, Vers 7 steht dort drinnen, dass nur Allah die mehrdeutigen Verse auslegen kann. Das heißt, okay, Allah aber du hast im Koran. Also wie kannst du ein Tafsir dann machen? Wenn okay, aber du hast jetzt gesagt, guck mal, wenn Sure 3, Vers 7 steht. Warte kurz, ich hole dir doch jemanden hoch. Guck mal, ich bin da ein bisschen jahil in der Richtung, aber ich weiß, dass alles drin steht. Hol dir jemanden hoch. Da wird dir komplett das Gebet runter, okay? Und dann bist du ruhig, okay? Ja. Bist du dann glücklich und ruhig dann? Entschuldigung. Ja, dann hast du dich, okay, dann hast du, kein Problem. Kein Problem. Dann bist du ein Jahil, okay? Ja, ich bin auch kein Gelehrter. Ich sag doch, Aber bleib hier, hau dich ab. Alles gut. Ich renne dich weg. Keine Sorge. Warte, stumm mich kurz. Ihr könnt weiter quatschen. Einen Moment. Eine Sekunde, Leute, nicht alles durcheinander. Das macht keinen Spaß. So versteht man nichts. Er will ja nur einen Grund abzuhauen, der Typ. Wir wollen einen nach den anderen. Ja, ist doch okay. Jakobs, guck mal. Ja, voll dich nicht angegriffen. Wir sind hier zum Beispiel Abu Muslim und hier, wir wissen auch genau, was da im Koran steht. Okay? Ja. Das bitte mit Respekt auch, soll er jemanden holen. Genau, nein, ich habe ihn nicht beleidigt, Bruder. Ich kenne seine Leute, die sind wirklich lieb und ich gehe immer in deren Live auch rein. Die haben da nichts Schlimmes gesagt, Bruder. Ja. Die haben nie was Schlimmes gesagt oder sonst was, nur ich will Beweise, wo steht im Koran, wie man betet, wie man Al-Fatiha sagt, wo man Al-Fatiha sagt, bei jeder Ruk'a, wie viel Mal muss man beten, wie viel Ruk'a, das will ich wissen. Dann vielleicht wandere ich wieder in Islam wieder zurück. Ich habe ja nichts anderes gesagt, Bruder. Ich habe nur diese Frage gestellt. Das Wort Jahil ist keine Beleidigung. Das Wort Jahil bedeutet ignorant. Das ist keine Beleidigung. Der hat keine Ahnung von Religion. Punkt. Hey, guck mal, gleich kommt eine Schwester rein, die heißt Safran. Nimm die bitte hoch, ja? Und dann klären wir das. Ist das nicht die Frage? Ja, dann klären wir das. Mit Satan am Bücher waren. Jakobus?
Ich höre. Hi. Ja, ich höre. Hi. Hey. Was hol mal diese Safran. Ich kenne ja, diese Safran. Sekunde. Eine ja, Sekunde. Ja, gedulde dich. Gedulde dich. Bleib in der Liebe. Du bist Christ. Jakobus? Soll ich ehrlich sein? Ich kann auch fleischig sein. Da habe ich gar kein Problem. Wenn du mir sagst, wenn du mir auf die linke haust, dann haue ich dabei eine sofort zurück, mein Lieber. Da bin ich ein bisschen anders hältst, drauf. Dann hältst du dich ja nicht an Jesus. Doch, ich halte mich was schon, aber man kann auch fleischig sein. Ich ah, man auch kann alles, du. Was man will. Man kann auslegen, wie man will. Ah, versuch auch deine Lehre zu nehmen, die 328 Leute zu belügen, was du mir nicht übersetzen kannst, mein Lieber. Jakobus? Ja. Ich höre dich. Ja, Jakobus. Hi, Jakobus. Jakobus. Warte, Jess, bitte. Jakobus, wir wissen aber, Babu Muslim, Ex-Muslim, du weißt vielleicht nicht, aber die haben einen ganz anderen Koran, das heißt Khalifat Rashid, der vor 100 Jahren geschrieben wurde. Nein, das ist ich bin kein 19er. Ich habe nicht anderen Koran. Doch. Also, nein, ich habe nichts mit der... Doch, sagt er zu mir. Du bist auch keiner. Ich sag zu dir, du bist eine Frau, sagst du nein. Sag ich doch, du bist eine Frau. Wahnsinn, ey. Ich kann mir vorstellen, Toni, du hast den Islam angenommen wegen einer Frau, nicht wegen Liebe des Mohammed. Dein Koran. Zu einer Frau, du hast eine muslimische Frau gesehen. Du weißt alles. Du bist ich da. Rieche das. Ja, ich das kenne natürlich. diese falsche Muslime. Ich habe den Islam angenommen, weil es eine richtige Rechtleitung ist. So einfach. Nein, ich bin verblendet. Nein. Ich sag dir warum. Du hast eine Frau, eine muslimische Hijabi gesehen. Okay. Und die hat dir einmal schön den Schenkel getan. Deswegen hast du das noch nicht zu Liebe dein Mohammed. Weil in deinem Koran gibt es keine Liebe. Mein Koran gibt's allerdings der Allerbarmherzige in jeder Suche steht das drin, gibt's keine Liebe, ne? Wo steht das da Liebe? Wo steht? Sag mal eine Suche. Liest du doch fast jede Suche steht doch der Barmherzige. Nee, eigentlich gar nicht. Was ist voller das? Hass. Barmherzigkeit voller Hass, Liebe. Toni, voller Hass. Toni. Ja, ich glaube, ich habe den Koran nicht gelesen. Toni. Guck mal, der Koran verbietet Zinssystem. Okay? Wir Koran wissen verbietet ganz, Frauen anzuziehen. Zinssystem. Koran verbietet Wucher. Ja? Koran verbietet, dass die Frauen sich natürlich freizügig hergeben und alles dies. Aha, das. Also müssen die ist das falsch? Müssen die hat die Mutter von Jesus ein Kopftuch getragen? Müssen die Kopftuch tragen? Hat die Mutter von Jesus ein Kopftuch getragen? Das ist meine Frage. Hast du mich verstanden? Ja, natürlich. Müssen die? Ja, natürlich. Und das ist eine Katastrophe, dass sie das System verboten hat. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich hier Katastrophe. Wenn du mir sagst, wenn du mir heute sagst, gib mir bitte, ich will 1 Liter Milch kaufen, ne? Der kostet, sagen wir mal, heute 1 Euro. Ich gebe dir 1 Euro, du kaufst damit 1 Liter Milch. Wenn du mir nach 6 Monaten diese Liter Milch zurückgeben willst, musst du wahrscheinlich 1,20 Euro zahlen und nicht 1 Euro. Deswegen ist es normal, dass man mit Zinsen arbeitet, weil das Geld verliert ja an Wert mit der Zeit. Und die Sachen werden teurer. Deswegen muss man Zinsen. Und guck mal, mit was passiert ist in der Türkei, weil sie die Zinsen verboten haben, weil Erdogan die ganze Zeit Türkei Zinsen verboten haben. Ja, guck mal, was passiert gerade mit deren Währung. Das ist eine Katastrophe. Wer sagt das denn? Wer sagt das denn? Das der hat, der hat drei, es der gibt hat drei keinem, Direktoren, keinem der hat dreimal, der hat dreimal sind. Der Direktor, der hat dreimal der Direktor von der Zentralbank gefeuert, weil er unbedingt Zinsen haben wollte. Der sagte, es geht nicht ohne Zinsen. Es kann nicht funktionieren. Punkt. Und das mit den Frauen sollen sich verschleiern und so, nur freie Frauen. Sklavinnen dürfen sich nicht mal verschleiern. Die sind gezwungen, nackt rumzulaufen in den Islam. Eine Frage an Brüder, eine Frage. Hat der Toni eben gerade gesagt, der ist konvertiert wegen einer Frau? Selbstverständlich. Blödsinn, da redet Unsinn, der kennt mich gerade. Ey, dann hört doch bitte auf, mit ihm weiterzugehen. Jakobus redet von seinem. Ja, der dichtet jedem irgendetwas an. Du wolltest das Gebet wissen, jetzt sei ruhig, dann lass die deine Schwester da sprechen, die kennen uns, Safran. Wir haben schon gestern miteinander schön unterhalten. Dein Bruder hier, der behauptet, er lädt die Hadithe ab, so wie du, wie ich dich kenne. Und ich habe ihm eine Frage gestellt. Ich habe ihm gesagt, im Koran,
Also ihr betet fünfmal, in deinem Koran steht dreimal, in deinem Hadith fünfmal. Was ist jetzt da Sache? Erklär uns das einmal, du als Muslimin oder er. Also ihr möchtet jetzt erstmal Hallo an alle, Salam alaikum und Frieden. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, danke schön. Jedenfalls, du möchtest jetzt wissen, wie viel Zeiten man hat oder dass die Gebete an sich, wie man betet oder wann man betet. Wie viel betest du am Tag? Ich persönlich. Wie viel betet, wie viel solltest du beten? Wie viel sollte man als Moslem beten am Tag? Bei dem Gebet gibt es Uneinigkeiten bei uns. Die Zeiten. Nicht die Zeiten. Wie viel Mal betest du am Tag? Naja, das sind Muslim. Die Zeiten. Drei oder fünf Mal gibt es unterschiedliche. Eine Zahl, sag eine Zahl. Habe ich doch gerade gesagt, drei oder fünf. Ja, okay, wo steht die drei? Jakobs. Wo steht die drei? Jakobs. Jakobs, bitte. Die Sache ist die. Safran. Safran. Da steht im Koran, warte, Safran. Da steht im Koran, Salat al-Fajr und Salat al-Ishad. Also, wo hast du die fünf gefunden? Ja, wo hast du die fünf mal gefunden? Ich sag ja nicht, dass es fünf ist. Ich habe gesagt, er hat gefragt, bei okay, uns. Lass mal. Genau. Ich sag drei. Okay, lass mal. Okay, lass mal. Lassen wir das. Was, wie betest du? Wie betest du? Carlo, ich will nicht mit dir reden. Nee. Weil du den Propheten verdrängst. Guck mal, wie die schämt. Hallo. Ich schäme mich ich verstehe nur nicht die Frage. Toni, wieso hast du mich hier reingeholt? Ich dachte, jemand will was über das Gebet an sich wissen. Ja, was ist fertig. Das ja, dann, dann quatsch ich nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen an. Frag einfach nur wegen Gebet. Fertig. Ja, ich frag dich nur. Sei mal ehrlich. Ich will nicht mit dir Mohammed reden. Also fertig. Hast, weil du heuchelst in meinen Augen. So, Punkt. Also, ja, heuchle. Nein, ich will. Ja, warte, bitte, Jess, bitte, Jess, warte. Bitte, Jess, warte. Schon ist sie weg. Okay, Safran, guck mal, das Problem ist. Ich hab sie runtergeschickt. Also, wenn sie hier beleidigen will, kann ich antworten. Sie hat mich beleidigt. Sie sagt selbst drei Gebete ist nicht fünf Gebete. Warte, Carlo, drei ist nicht fünf. Entweder sind das drei oder sind das fünf. Es kann nicht beide sein. Ja. Richtig. Und meine Frage, Sekunde, Jess. Der Typ, dieser Tony Montano und seine Schwester, die er geholt hat. Der nennt sich nach einem Kriminelle erstmal. Der nennt sich nach einem Kriminelle, nach einem Mafia-Boss. Kann er normal sein? Das habe ich doch gesagt. Genau. Das habe ich doch gesagt. Genau. Deswegen, weil ich habe nur gefragt. Guck mal, er lädt die Hadithe ab, ganz einfach. Aber in seinem Koran steht nur dreimal. Warum betet er fünfmal? Das wollte ich wissen. Hat er mir beantwortet? Ihr Christen, die können die Hadithe nicht weglassen, die können die Tafsir nicht weglassen. Es gibt Versen, die werden nicht in der Lage sein, sie zu erklären. Erklär mir mal, was bedeutet Utulin bei der Delike Zanim? Was bedeutet Wal Muhassanatu min al-Nisa'i illa ma malakat aymanukum? Erstmal, auf welche Sprache liest ihr überhaupt den Koran, um es zu deuten? Auf Deutsch und dann übersetzt es so, wie es euch gefällt oder wie? Man muss es erstmal auf Arabisch lesen und dann erklär mir bitte, was da steht. Versuch da, was das Problem. Bruder, ich hatte gestern mit dir zwei Stunden lang gehabt. Ja, ich weiß, ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört, Jakobs, gestern. Warte auch. Mal kurz. Nur das Problem ist, du meintest, ihr Christen betet doch auch unterschiedlich, aber du weißt nicht mal, ob du dreimal oder fünfmal betest. Sag oder, guck mal, oder. Ja, das meine ich ja. Richtig, Brian. Ja. Lass den Carlo sprechen, bitte, Carlo. Ich will nur wissen, Surat al-Ahzab 49, 50 und 51. Und 51, wie man das liest auf Deutsch. Wo ist die Bedeutung? Die will ich gerne wissen. Und vom Safran, wenn du sagst, du belognest zum Beispiel der Prophet, ich bin Gottloser, ich belogne alles. Also entweder dein Islam, entweder du willst mich zu Islam haben oder nicht. Wenn du sagst, nein, bezeuge mich. Kommst als stolzer Muslim und bezeuge mich, sag mal, pass mal auf, so und so, ob das in meinen Kopf kommt oder nicht. Aber sofort, du bist ein Heuchler und ich rede mit dir nicht. So hat dein Allah nicht gesagt. So hat Allah nicht gesagt, dass du mit Heuchler so redest, sondern bezeuge von mir. Du sollst mich einfach bezeugen. Sag mir, wie man betet, wie ich bete, was ich sagen muss,
Al-Fatiha zum Beispiel, oder Subhana Rabbul A'la, Subhana Rabbul A'zam, Versen in Ibrahimiyya zum Beispiel. Wir sagen ja, Ayat al-Ibrahimiyya muss man auch bei Gebet zum Beispiel, alle Muslime sagen das, Ayat al-Ibrahimiyya. Sag mir das, wo steht das im Koran, dass ich das bei Gebet sagen muss? Sag mir das einfach. Okay, ich bin Ex-Muslim, Babu Ex-Muslim. Sag mir einfach, was wir falsch gemacht haben. Sag mir einfach. Vielleicht will ich auch Muslim werden wie du, nur durch Koran. Aber erklär mir erstmal Surat al-Hisab, ne, al-Ahzab 49, 50, 51. Erklär mir das auch. Auf dein Koran, okay? Wenn du ein anderer, ich weiß sowieso, dass da bei dir ganz anderer Koran geht, glaube ich, weil da, was ich dadurch verstanden habe auf Arabisch, das ist was ganz anderes, was du da redest. Erklär mir aber deine Sicht, ich will deine Sicht sehen, wie du das siehst, weil das geht hier um Haben die einen anderen Koran oder wie? Das geht um dieser Vers über Prophet, was er machen darf. Und das will ich wissen von dir. Wenn du sagst, du belohnst der Prophet, warum? Weil ganze Koran, ne, benennt, also die Name von Mohammed gibt es nur viermal und einmal heißt er Ahmad. Aber Jesus, zum Beispiel Al-Masih, ne, Al-Masih Isa, ne, 114 Mal. Und die dreimal ist auch nicht Mohammed gemeint, sondern die Eigenschaft. Ja. Ja. Hallo, also. Guten Abend. Ich will nur eine Sache sagen, es gibt einen Vers, Surat Al-An'am 68, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعْرِدْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانَ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Also hier sagt dir, da dein Koran, falls du an diesem Koran glaubst, du sollst nicht mit den Leuten sitzen, die deine Religion verspotten oder deine Koran verspotten und darüber lachen, bis die über was anderes reden, ja, oder bis der Satan dich dazu bringt, es zu vergessen. Ja. Babo, ich küsse dein Herz, du bist der echte krasseste Fuck auf TikTok. TikTok sportlich. danke. Ja, Luca, bitteschön. Ich möchte auch etwas dazu sagen. Also, ich bin auch Ex-Muslim. Amen. Gott sei Dank sei Jesus. Amen. Und die Liebe, Amen, Bruder, zu ihm war zu groß, dass ich ihn angenommen habe als Gott und anerkannt als Gott habe. Bin heute sehr, 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 sehr glücklich. Halleluja. Dass ich raus aus der Islam bin und dass ich ein neues Leben mit viel Liebe angefangen habe. Weil früher war ich sehr blind, als ich noch Muslim war. Und ich würde jeder hier Ex-Muslime Mut geben, dass ihr was gemacht habe, das war etwas Bestes, was es gibt in eurem Leben. Und so sehe ich das heute auch. Das ist ein großer Erfolg, raus aus der Islam, weil das ist keine gute Religion ist. Und ich würde auch jeder Ex-Muslim und Christ beten, nicht nennen die Name Isa, weil das ist eine ganz andere Person, der in Koran geschrieben ist. Und der Gabriel und nicht Jibril. Und Musa ist in Koran Musa und in der Bibel ist Moise. Und das ist ganz andere Personen. Das sind ganz andere Personen. Ne? Weil der Koran wurde nur verfälscht durch die Alte Testament von der Bibel und auch Neue. Und das ist ja, würde ich euch bitten, nicht mehr sagen Isa oder sowas, weil das ist wirklich nicht, das ist nicht Luca, zusammen. Sehr ja. Gut. Luca, darf ich dich fragen, woher kommst? Ich komme aus dem Balkan. Woher? Okay. Woher? Ja. Ich bin aus Montenegro. Ah, Montenegro? Crna Gora. Da. Da. Super. Sanđačkog porijekla, ali... A ti si Sanđak? Sanđak? Da.
Da. Ah, okay, Rasulam, okay, super, da, okay. Dragomir, also Halleluja auf jeden Fall, das ist sehr schön, dass du uns Halleluja, Fala offenbart hast. Rampuna. Fala Bogu, Ja. Fala Bogu. Gott sei es gedankt. Fala, Also, molim se svaki dan, ali ne više onom pogrešnom kom sam se ranije molio, pa mi nikad nije izašao u susret, nego se molim pravom Isusu Kristu Bogu, Bog koji je na Tačno, nebesima istina, i koji je za istina. naše grijehe, koji je živeo na zemlji za naše grijehe, koji je utelovljeni Bog bio i koji je osjetio našu ljudsku patnju na zemlji i koji je i samo takav Bog može da nam pomogne i da ga priznamo za Bravo. pravog gospodara. A Bravo, ne onaj tačno. Bog kojega ne poznajemo i od kojeg nemamo korist nikakvu, nego samo pakao patnju i strahove neke koje su napisane u Kuranu, jer to nije pravi Bog. Jed samo na hoćite. Aleluja. Bravo, bravo. Bravo. Danke euch, mein Lieber. Danke, Bruder, für die geilen Worte. Hvala, brate. Evo sam još da kažem, da se nadovežem još na jednu temu, jer to je bilo u mjesecu martu ili aprilu kod eks muslima Amira, ako ga neko poznaje. Kod njega sam primio kršćanstvo Isusa, da. I od tada sam... Jetzt könnt ihr auf Deutsch einmal noch einmal übersetzen. Also ja, Luca, auf ja. Bitte auf Deutsch. Ich merke, dass auch die Leute im Damals, Chat, im Märzmonat, letztes Jahr im Märzmonat, Ja. ich habe schon mehrere Jahre gezweifelt an den Islam und ich war nie zufrieden so, aber wo ich bei Amir Ex-Muslim war, in An seinem was hast du Live, gezweifelt, Bruder? Wie hat das angefangen? das Wir ist würden eine lange Prozess, das ist eine lange Prozess, nee, als ich noch Muslim war, nee, ich war nicht glücklich über die Religion und ich habe gebetet auf Arabisch, ne, und Gott hatte mir nie etwas geholfen. Weil der Gott im Islam ist der Allah, ne? Und Allah ist jemand, der fremd, sehr ganz fremd uns ist, ne? Wirklich. Der ist nicht hilfbereit, uns zu helfen. Und der Gott, wirklich jetzt, im Islam, ist nur eine Mythologie, das ist kein richtiger Gott, ne? Jesus ist der richtige Gott. Er ist lebendige Gott. Und das ist eine ganz unterschiedliche Gott, ne? Und damals bei Ex-Muslim, also Amir, bin ich in seine Live gekommen und so habe ich ja dann Jesus angenommen. Und seitdem kann ich nur sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin und dass ich meine Meinung verändert haben und dass ich habe nicht jetzt sozusagen. Ich kann nicht so gut auf Deutsch, ne, das alles erklären, ne, aber ich spüre den Gott jeden Tag in mir und ich bete Gott immer, wann ich will, auch wenn ich im Bett bin, auch wenn ich am Spazieren bin, der Gott ist immer da und man erlebt eine Wunder durch Jesus, wirklich. Das ist Luca, wirklich so. ich habe eine Frage. Wo hast du Ja. denn festgestellt, ob du wirklich, du sprichst ja kein Arabisch, aber trotzdem, du hast ja auf Arabisch quasi gebetet, du hast ihn nicht verstanden. Hast du Genau. dich gefragt, dieser Allah hat mir ein Buch gegeben, den ich nicht verstehe. Sehr gut, habe ich jetzt Genau, verstanden. weil, Aber was, schau, ich habe es ja verstanden. Aber Bruder. was wie Punkte, Bruder, erzähl mal, was wie Punkte dich den Islam gestört hast, wo du selber gefühlt hast, wo du sagst, das ist eine falsche, gefährliche Genau, Religion. gefährliche, eine sehr, es ist eine sehr gefährliche Glaube und in die Religion. Weil ich als Kind könnte ich auf Arabisch beten, zum Beispiel Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu und weißt du so weiter. Das hatte mir meine Oma, als ich noch Kind war, beigebracht. Ne? Und das ist ja, wenn man Kind ist und wenn man auf Arabisch lernt, diese arabischen Worte, das speichert man als Kind sehr gut. Ne? Das zieht wie eine Schwamm an. Und das ist ja so immer geblieben. Ich war nicht jetzt so jemand, der betet fünfmal, aber jeden Tag habe ich einmal gebetet oder in einer Woche drei, viermal. Ich wollte gut Muslim sein. Aber meine Gebete zu Allah haben sich nie in etwas Positives und in etwas Beruhigendes verwandeln, sondern nur in eine Zweifel, Verzweiflung, ne? Und durch diese Verzweiflung, ich bin geraten in Depressionen, verstehst du? Und immer, wo ich gebetet Okay. habe auf Arabisch, ich verstehe nicht, was das heißt, aber ich hatte immer einen schlechten Traum gehabt, ne? Luca, Und Angststörungen und Panikattacken und so immer weiter, ne? Ja.
Luca, als du gebetet hast auf Arabisch oder Dua gemacht, zum Beispiel auf Arabisch zu Allah, hast du auf Arabisch gebetet alles? Ich habe auf Arabisch gebetet und manchmal auf meine Sprache, also sage ich so jetzt Serbokroatisch, ne? Aber das hatte mir nie geholfen, Leute. Glaube mir, ja, der Gott ja. war ganz soll fremd. Ich dir sagen, soll ich dir sagen, warum? Warum? Hat dich nicht verstanden. Ich habe meine Beste getan. Ne? Ja, aber hätte ich nicht verstanden. Allah kennt nur Arabisch. Genau, weil, weißt du warum? Weil arabische Sprache ist eine sehr schwierige Sprache. Ich habe das später gehört. Und wenn Gott, wenn der Allah Gott ist, warum hatte er überliefert dieses Koran an arabischsprachige Leute? Weil sowieso ist das nicht übersetzbar. Dieses Buch ist nicht übersetzbar. Verstehst du, was ich meine? Und heutzutage haben die Muslimen auch große Probleme, um überhaupt dieses Buch richtig zu übersetzen. Also Luca, ich sag dir ehrlich, also Fala Bogo, Gott sei Dank, dass du es für uns gebeichtet hast, sag ich mal, oder gesagt hast, Fala. Dass du den Herrn Jesus Christus anerkannt hast und Gott sei Dank, Gott soll dich segnen. Halleluja. Halleluja, Fala danke. Bogo. Danke euch. Fala und das ist sehr, sehr schön, dass du es uns erzählt hast. Und danke, Schwester. Danke, liebe wow. Schwester, sehr viel. Wow. Und ich wollte auch sagen, lasst euch nicht von anderen unter Druck setzen, von die schon aufs familiäre Kreis, ich sage jetzt an die Ex-Muslime, nichts ist wichtig. Wichtig ist der Gott nur, auch Familie sollte nicht jetzt eine große Rolle spielen in eurem Leben, weil ihr wird auch gehasst von die anderen Seite, ne? Familiäre Kreise, Freundenkreise, egal wem ihr verliert. Ich habe sehr viele Familie verloren und so und Freunde und so, aber ist mir egal, versteht ihr, Leute? Ist mir wirklich egal. Ich bin stolz heute. Hauptsache, ich bin glücklich und meine Seele hat einen Frieden gefunden in mir. Da hast du komplett recht, das meinte ich auch. Hauptsache, du bist glücklich und ja, dass du den genau. richtigen Glauben hast und Gott sei Dank, dass du nicht verzweifelt bist. Und es ist immer so, genau. leider Gottes, wir Christen werden immer distanziert und immer verurteilt, dass wir kraftfähig sind und alles Mögliche. Ne? Genau. Aber egal, Hauptsache, Luca, du glaubst an Jesus. Ja, Bruder. Luca. Eine kleine Sache, ich bin Kroate, da ti kažem sad na svom rječniku. Vjeruj u Boga i ne odustaj. Znaš zašto ću ti reći ne to? Ne odustajem, brate, nikad. Tako, nikada. Uvijek si tu, uvijek imaš brate i sestru lijevo, desno, gore, dole. Nikad nisi sam. Znači, mi tebe ne budemo gnjavili i ti moraš ostati, ti ne moraš ništa, brate. Ti si našao tako, Isusa brate. I budi s na njim, a mi smo tu. Uz tebe. Bilo što napraviš, ti, mi smo uz tebe. Evo, mene ne znaš, hvala, brate, ali ja ti kažem, ima nas milijardu. E, tačno. Tako je, brate moj, hvala ti. Dragi, hvala na podršci, ja isto tako mislim o našoj braći kršćanima i eks-muslimanima koji su videli i Doći. Kao ja isto što sam doživio u životu i okay. samo možemo da kažemo haleluja, hvala dragom Isusu Kristu koji je koji okay, nas voli. Leute, das Thema ist wieder geändert. Tut mir leid, also fühlt euch nicht angegriffen. Aber es gibt zum Beispiel Leute, die schreiben unten zum Beispiel, Allah weiß, was in deinem Herzen ist. Zum Beispiel wie Herr Carlo, kann er hochkommen und euch und uns genau sagen, wie. Also ich will das gerne wissen. Weil es gibt viele Muslime da unten, die schreiben, es stimmt nicht, nein, was ich gesagt habe. Okay, komm hoch. Und sag mir, erklär uns. Ja, ich kann den Kurdo hier einladen, der soll mal hochkommen. Er ist überzeugt auch von dem Islam, aber er nimmt keine Hadith an. Er soll bitte hochkommen, ja, aber keiner versprochen. Nein, nein, da ist wieder, nein, Jakob, solche Menschen, bitte. Bruder, ich führe keine Unterhaltung mit solchen Menschen. Ja, aber ich führe keine Unterhaltung mit solchen Menschen, das sind für mich sind die Hippies, verstehst du? Die nehmen das Islam, wie die das wollen. Das, und ja, das, aber Bruder, das ist ja Kurde. Der ist ja Kurde, wir wollen nur wissen, was bei ihm im Kopf tickt. Ja, er schämt, ja, der ist der Kurde, der sich schämt als Muslim, verstehst du? Deswegen erfindet seinen eigenen Islam. Und das finde ich Hammer. Erstmal, Kurde, du schreibst hier unten die ganze Zeit, geh mal erstmal
geh mal erstmal, frag dich erstmal, wie du zu Islam gekommen bist. Wie dein Vorfahren zum Islam gekommen ist. Ich bin selber Kurde und ich frag mich immer, was warst du vorher, vor Islam, was warst du? Aramäer oder Jeside? Bitte. Erstmal frag dich erstmal diese Frage. Ja, frag dich erstmal diese Frage danach. Ja? Und danach komm und verteidige deinen Islam, die seit 1400 Jahre euch seit 1400 Jahre, die jeden Tag unsere Leute töten. Durch Name Allahu Akbar, durch ja. Es gibt ein Problem, weil guck mal, wenn sie die Tafsire nicht nehmen und die Hadithe nicht nehmen und die Asbab nur so nicht nehmen, dann hat doch jede einzelne Koranit seine eigene Deutung für den Koran. Jeder hat seine eigene Version vom Koran und das ist nicht normal. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht, es kann ja nicht sein, dass jede allein den Koran verstanden hat und wie diesen Koranit den Koran verstanden hat, ist nicht wie der andere Koranit den Koran verstanden hat. Also nicht mal zwei Koranite werden sich ist auch so. Einigen auf eine. Nein, nein, Erklärung wir haben ein Live, Babo, wir haben ein Live, ich gehe immer da, da sind 5, 6 Koraniten und jeder betet anders. Eine betet nicht, eine betet zweimal, einmal betet dreimal. Ich habe gesagt, und was ist los mit euch? Jeder nimmt sein Islam, wie er das haben will. Ich habe gesagt, welcher Gott ist das, der euch erlaubt, macht ihr was, was ihr wollt, und ohne Kopftuch? Ich finde nicht eigene Islam. Koran hat Verse, sagt vollkommen vollendet. Nein, der sagt dir auch, es'alu ahla dhikra in kuntum la ta'lamun. Der sagt, die fragen die Leute, die sich mit der Religion kennen, falls du keine Ahnung hast. Da sagt dir der Koran selbst, es'alu ahla dhikra in kuntum la ta'lamun. Außerdem, wenn du selbst kein Arabisch verstehst, wie willst du es ja deuten? Wie? Wie willst du es machen? Der ist nicht vollständig. Wie gesagt, der eine sagt dir 5-mal beten, der eine sagt dir 3-mal beten. Außerdem, es gibt ja Verse oder Wörter, die gar nicht auf Arabisch sind. Wie willst du Alif Lam Mim übersetzen jetzt? Wie willst du es übersetzen, Alif Lam Mim? Wie? Wie willst du die Sachen übersetzen, die nicht mal die Araber verstehen? Oder Al-Arsch. Manche sagen Al-Kursi. Manche sagen Arsch. Ich hab gesagt, was ist das? Oder, ich interpretiere nicht, wie ich will, niemals. Ich nehme die authentische Übersetzung und die Tafsir. Ich kenne viele Kurden. Ich kann ein paar Worte kurdisch. Kurdo, übersetz mir einfach auf Kurdisch. Wanafachna fi farjiha. Auf Kurdisch. Mach mal dein eigenes Koran auf Kurdisch und ich beschreib das. Beschreib mir das auf Kurdisch, bitte. Wenn du ein stolzer Muslim bist, ne, übersetz mir das, diese zwei Worte. Was das bedeutet? Das steht im Koran. Oder übersetzt uns, was heißt, inna shani akahu al-abthar. Was bedeutet die Nishani Akahu al-Abtar? Nicht mal Araber verstehen das. Ja, oder Utullin ba'da dhalika zanim. Übersetzt uns das mal. Ja, Mann, das ist heftig, dass das schon da im Koran diese Farja genannt wird, ne? Dass da gerufen, nafrachana naf Farja. Ja, aber ist das, aber, Mann, das ist Jakob, Jakob, für die ist das so wie eine Tasche genannt. Ich kenne eigene Kurden, die sagen, nein, so ist das nicht gemeint, sondern eine Tasche. Ich habe gesagt, welche Tasche? Ja, was für Tasche? Gab es damals eine Tasche? Ist sie ein Kanguru geworden oder was? Sie gewährt aus ihrer Tasche oder was? Ja. Kanguru ist Maria. Und wer war das? Wir haben immer noch nicht herausgefunden, wer war das? War Allah oder Jibrail? Die sagen Jibrail, verstehst du? Wir wissen gar nicht. Als Muslim, du hast diese Antwort nie. Manche sagen, nein, ist Jibrail. Also was ist Jibrail? Was ist haben Stockholm Jibrail oder Allah? Die haben Stockholm-Syndrom, die können den Islam nicht verlassen, die haben Angst von Jahannam, weil es denen so viel Angst gemacht wurde als Kinder. Und deswegen nur verlassen sie nicht den Islam. Ja, wie den Sikarigo.
Oh, Sicario, ja, Habibi, ja, guten Abend, meine Sicario. Besten. Habibi, ich bin ja wieder Sicario, da. Sicario, 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 ja, Habibi, Talat al Sijin. Babu, Adam kann das Sijin noch nur ein. Ja? Wisst ihr, was Sicario bedeutet? Ja, der Auftragsmörder. Was macht der denn hier? Der ist von Shaitan. Genau. Akui, das ist der Wahd mit Jamaatna, das ist واحد اخوي مني اه الو هلا سلام جيت اخوي هلا بك هلا بالبطل danke schön danke schön ich bin jetzt wieder frei gesprochen weißt du wieder frei gesprochen nee diese Koraniten guck mal diese Koraniten sie schämen sich für diese Ahadisse weißt du das ist das Problem bei denen sie schämen sich für diese Ahadisse deswegen ja und man soll sich auch für diese Ahadisse schämen aber sie denken wenn sie den an den Koran sich wenden das ist doch besser. Das ist noch tausendmal schlimmer. Weißt du, was macht man mit Ayatul Toba des Awashri? Weißt du, 29. Was macht man mit den Surat Muhammad? Was macht man mit den anderen Dings da hier, die alle zum Töten, zum Schlachten, zum Vergewaltigen alles beten? Was machst du denn damit? Du kannst doch nirgendwo hingehen damit. Verstehst du? Also es bleibt genau dasselbe. Aber es sind Koraniten, die denken, okay, das ist okay, wir wollen ja mit den Ahadis nichts zu tun, weil sie die wenigstens verstanden haben. Die sind ja langsam auf dem Weg zu dem Ilhad, weißt du? Die kommen jetzt schon auf dem Weg zu den Atheisten langsam, weißt du? Kurz davor, ja. Oder die ganzen... Genau, das ist ja, nur die kurz davor, aber... Also, ja. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass die Iraner die Ersten werden, die den rechten Fuß aus dem Islam austreten werden. Die werden die Ersten sein, die den großen Schritt machen werden. Die Iraner sind sehr, sehr weit entwickelt. Guck mal, jetzt momentan, die treten wirklich sehr viel. So, du ja, unterschätzt ja auch die Saudi-Araber. In Saudi-Arabien zum Beispiel, da sind so viele jetzt Atheisten geworden, die schreien schon durch. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, da war so ein dieser Mufti von Saudi-Arabien, der hat da rumgeschrien in den Fernseher, sagt, unsere Kinder, sie werden alle Atheisten und ungläubig, sie hauen alle von unserer Religion weg. Und ich habe mich totgelacht, weißt du? Ich sage, naja, gut, dass sie das langsam wissen, weißt du, was da Sache ist. Aber ist es nicht gefährlich, wird man nicht geköpft? Nee, guck mal, jetzt langsam mit diesem Bin Salman, der ist ja schon langsam, also der hat schon die Welt schon langsam begriffen, er kann nicht auf einmal machen. Der hat schon fast 2.000 oder 3.000 Hadithen von den Hadithen, also die dürften hier gar nicht mehr benutzen, weißt du? Diese ganz Gewalttätige. Und früher gab es zum Beispiel Mutawain, heißt das in Saudi-Arabien. Zum Beispiel, wenn du jetzt Freitag, egal ob du Christ bist oder Muslim bist oder sonst irgendwas bist, ja, wenn der zum Beispiel irgendwo auf der Straße gelaufen bist, ja, dann haben sie die alle gepeitscht. Du darfst Freitag nicht da auf der Straße laufen, du musst dann bei Gebet sein, sonst wirst du ja, richtig geschlachtet werden. Ja, ohne Kopftuch im Supermarkt oder so wurden auch sowieso. Die haben jetzt zum Beispiel jetzt verboten, weißt du, das ist schon mal, also der entwickelt sich langsam auf diese Stufe, das ist alles zum Beispiel zu dieser atheistische Weise, aber er kann natürlich nicht freiwillig dann sagen, nee, jetzt auf einmal von heute auf morgen, nee, das ist nicht, weißt du, das geht da nicht. Aber er geht schon langsam darauf zu. Das ist schon ja, das schön. Hey, ja, auf jeden Fall. Weil wir heutzutage haben es alles auf Hand, nee, wir können ja, uns informieren. Sicario, der ist selber Koranite geworden sogar. Mohammed Salman, der sagt, es geht nur durch Koran und nicht Hadithe. Ja, genau. Und das, ich finde das wirklich, guck mal, lass uns jetzt reden und gucken wir erstmal in 10 Jahren, was so die Arabien wird. Der wird besser als Dubai werden, glaubt mir. Ja, ja, aber wie gesagt, guck mal, die Leute entwickeln sich langsam. Guck mal, die Muslime, die schreien immer rum, guck mal, wie viele Muslime werden in Europa. Die sehen nicht, wie viele Muslime zum Christen werden oder Atheisten werden, weißt du? Da sind Millionen. Bis einer ein Muslim wird, da sind ungefähr Hunderte, die einfach Atheisten werden und über Hunderte, die Christen werden, weißt du? Das ist, was sie nie sehen. Die wollen auch nicht wahrhaben, verstehst du? So, das ist ja das Problem bei denen. Aber langsam geht es doch auf den Zug dahin, weil die Leute sind auch nicht mehr blöd. Früher gab es kein Internet, es gab keine Dings, da war alles Schweigepflicht. Du weißt schon, wie das funktioniert. Mhm. Aber langsam wird es Dings da. Ich mache jetzt demnächst, ich bin... Sag. Tfaddal. Ah, ja, guck. Ja, Habibi, nein.
Sag schon. Also Bruder, was du da sprichst, ich nehme das voll vom Herzen, da ist wirklich was Wahres. Ich verkürze das kurz. Ich habe ja wirklich die Tage, man kennt das auch, wenn man auf YouTube geht, man kann auch einfach nur gucken, arabische Forschung in den Häusern. Die haben ja die Tage quasi oder letztens auch gezeigt, wo die quasi so alte Ruinenhäuser von den Arabern da quasi noch standen. Und da haben die gesagt, das sind alles Moscheen gewesen, guck mal so lange hier und da. Und die wollten natürlich genau forschen. Dann haben die eine britische Kolonne oder Archäologen, europäische Archäologen dahin geschickt, die sollten das forschen, was für eine Gebäude das waren. Ey Leute, ihr glaubt es nicht. Die haben diese Archäologen, die haben festgestellt, das waren Häuser quasi, die damals die Christen aufgebaut haben. Das war quasi Kirchen. Die haben denen gezeigt, hier ist der Altar, hier sind die Kreuze und hier ist das quasi von den Christen, die damals ihren Stil hatten. Ne? Die Araber, die waren erstaunt, die wirklich nicht gebildet waren, erstaunt, dass da Kirchen waren. Die haben gesagt, wie kann es sein, dass ein arabisches Land nur Muslime, die haben gesagt, im 7., im 6. Jahrhundert, als alles erobert wurde, wurden das alle quasi zu Moscheen. Und die Araber haben sich natürlich dann gefragt, ey, wie waren Vorfahren hier, waren alle Christen. Ey, da ist doch irgendwas Falsches. Und deswegen kommen die auf diese Gedanken, Bruder, die du jetzt geschossen hast, Atheisten, die sagen, ey, der Islam ist wirklich irgendwie zu Macht gekommen mit Schwert. Und die langsam lernen die alle, langsam die lesen jetzt im Purpur. Und so verlassen die wirklich auch in Saudi-Arabien, es gibt ja zwei Stück, die haben sogar Alt-Aramisch, jeder kennt die, Alt-Aramisch gelernt sogar. Ich kenne zwei Stück, die Saudis. Ja. Kennst du die vielleicht? Weißt du, was ich meine, ne? Ja, kann ich. Ja, genau. Ja, du kannst deinen Namen auch nennen von mir aus. Der spricht perfekt Aramäisch, ne? Also, ja. Perfekt, der spricht doch besser als ich, weil er das alte Hebräisch Aramäisch lernt. Er kommt aus Saudi-Arabien, ja. Und er hat sich schlau gemacht, Leute. Und durch ihn verlassen so viele Araber den Islam. Leute, das ist wirklich, also Halleluja, sage ich nur, die kommen jetzt auf der wahre Geschichte, deren Vorfahren. Und deswegen ist es nur noch Geldmacherei da, nichts anderes, Bruder. Nichts anderes. Es ist nur noch wirtschaftliche Sache bei denen. Weil wenn die wirklich den Islam nicht so präsentieren, da diese Kaaba und so, weißt du, wie viele Millionen aus deren Hand rausgeht? Verstehst du? Das ist ja mehr wie Tourismus mehr geworden. Ja, das ist quasi ein Quelle. Und hin und her, das ist das meiste Geld, was sie da macht. Der macht teilweise fast mehr als diese ganze Öl mittlerweile, weißt du? So, wenn ein Öl aufhört, da gibt es ja nur diese Gaba, wo also du besuchen wirst. Die haben jetzt wieder gehört. Stimmt das? Also ich habe gehört, wenn einer zum Hajj geht aus Sarajevo, der muss 25.000 Dollar mitnehmen, und den Hajj zu machen. Stimmt das? Ja, jetzt haben sie erhört. Wie gesagt, also jetzt haben sie wirklich so hoch geschossen, dass nicht jeder da darf. Aber die sind alle sowieso ein bisschen bekloppt im Kopf. Die versuchen überall Gelder zu besorgen, um darüber zu gehen, weißt du, um das zu bezahlen. Aber Sinjali, ich habe eine Frage. Bist du Bosnier? Nein, das ist Aramäer. Das ist Aramäer. Also ich dachte schon, okay. Aramäer. zu Staro, Bruder, der Babu, der erzählt das immer so schön, ne? Wenn man zu Mekka geht, quasi, Bruder, Babu, erzähl mal so, wenn die nach Mekka gehen, quasi diese Steine, wie die das kaufen von und wieder diese Schlachten machen und so, und dieses Lamm und was weiß ich aus der Krise. Erzähl, du kannst das noch besser erzählen. Ja. Das kostet, ich glaube, 8.000 Euro jetzt. Die machen mittlerweile 12 Milliarden Dollar jährlich durch Hajj, aber ich glaube, es werden immer weniger, ja. Sogar Steine musst du kaufen. Man muss Steine kaufen in einem Land voller Steine. Wenn du jetzt deine Steine von außen mitbringen willst, ne, um den Satan zu dem Berg Arafat, gell? Ist das richtig? Zum Berg Arafat, dann tun sie doch die Steine auf die Säule schmeißen. Ja, da musst du aber die Steine kaufen. Du musst sie kaufen. Du kannst nicht deine eigenen Steine. Nee. Warum kauft man Steine? Man kann auch gratis draußen Steine. In einem Land voller Steine, als würdest du Wasser kaufen auf einen Fluss. Ne? Guck mal, ja, meine Liebe, ich sag dir, wieso. Warte, Jess, Jess, die Steine kostet pro Stein sogar 3 Dollar, weißt du das? Ja, und die Steine, die schmeißen die. Ich hab draußen Steine. Bitte, lass mich ausreden. Die schmeißen die Steine, ne, dann gehen die runter und die haben Mitarbeiter, die gehen wieder runter, holen die Steine wieder hoch, verkaufen die weiter. Das sind dieselben Steine, verstehst du? Genau. Ich habe ja Steine. Das ist Business. Ja, du darfst, ja, und überleg dir, du gehst in den Disco, du darfst bezahlen. Ja, das ist genau so, wenn du in den Disco gehst und gehst mit deinem eigenen Wodka. Du darfst das nicht. Und das ist das, ja. Kann ich die verstecken? Ja.
Ja, ja, wo bist du verstecken? Du musst ja fast nackt rein. Du musst fast hinpacken. Ja. Das ist das ja. Du musst ja fast nackt nur eine weiße Tuch über deinen Körper. Weißt du? Ja. Wie willst du die verstecken? Als Mann, ohne Unterhose, ohne Unterhose. Beide. Als Mann und Frau müssen sie halt nackt. Es gab eine Unterhose. Freunde, ich erzähle euch einen Witz. Ein Typ hat eine Frau belästigt in Mekka. Er hat sie belästigt und sagte ihm, hey, bist du bescheuert? Bist du verrückt geworden? Sie sagte, naja, meine Klamotten habe ich ausgezogen, ich bin nackt, ich schlage hier mit Steine um mich. Also was fällt noch, um verrückt zu werden? Sicario, da gibt es eine Frau, in USA jetzt, da sagt, ja Leute, ich sag das auf Arabisch, damit ich nicht gesperrt bin, da sagt, ich rahat al Hajj, wahad ba'asni, khalas ba'atu kulla taizi, gal, ani bil Hajj, ani bil Hajj, ja nicht akul. Ich habe öfter gehört. Aber guck mal, diese Ideologie, guck mal, die sagen, alle anderen sind Götzenanbeter. Und guck mal, sie beten Richtung diese Götzendings da hier, diese Stein, weißt du? Sie umrunden diese Stein. Sie küssen diese Stein und sie bewerfen diese Stein mit Stein. Also mehr Götzenanbeter geht's doch gar nicht, verstehst du? Das musst du dir mal einziehen. Es war vor der Islam, das waren zwei, also die Geschichte sagt, ein Typ, der hieß Isaf und die Frau hieß Naila. Die haben Geschlechtsverkehr gehabt, mitten in Kaaba, also im Haus Allah in Kaaba. Dann hat sie Gott, ja Dragan? Nabe in Gottes Segen euch alle. Dann hat Gott sie in Stein verwandelt, diese zwei Geliebte, der Isaf und Naila hießen die. Und dann haben sie eine Statue neben der Kaaba und eine Statue neben der Brunnen von Simsim gestellt. Und die haben dann sie gebetet anfangen, ne, vor dem Islam. Danach haben die sie in Safa und Marwa, die haben eine auf den Safa und eine auf den Marwa gestellt und sind von einer zu einer gerannt und so halt gebetet, dass sie denen helfen und so weiter und so fort. Das ist jetzt vor dem Islam. Die haben ja, es fing ja so an mit den Statuen und Götzen beten, ja, Anbeter. Und ja, du kaufst dann diesen Lamm für Eid, du musst ein Lamm schlachten und du hast nicht mal Zeit, diesen Lamm zu essen. Die Ungläubige, ne, die Ungläubige aus Neuseeland verkaufen die pro Dilemma. Kopf, ja, pro Kopf verkaufen sie für $40 und du kaufst das dort von den Muslimen für $300. Stell dir mal vor. Also, die Muslime machen mehr Gewinn als die Ungläubigen, ne? Die verkaufen sie ja dreimal so teuer. Dann schlachtest du diesen Lamm und du musst direkt weiter deine ganzen Rituale machen. Und du lässt den Lamm dort und der wird weiterverkauft, dieses Fleisch wird weiterverarbeitet und weiterverkauft in Supermärkte für andere. Maschallah, also, maschallah. Ja, also richtig, richtig Geldmacherei, richtig. Ja, die wissen, aber du weißt, Geld wo die macht. Aber du weißt, dass diese Kaaba früher, wie die existiert hat, ne? Also was man damit immer, also bevor den Islam gewesen ist, diese Kaaba, was das war. Ich kenne nur diese Geschichte von Isaf und Naila. Also das war ja nur, dass die Leute ihren Weg finden könnten neben diesen Brunnen. Weil wenn du in der Wüste läufst, die Karawanen, die brauchen ja irgendein Merkmal, um dann die Brunnen zu erkennen. Weil die Wirtschaft, die Landschaft verändert sich ja, ne? Die ganzen Sand bewegt sich. Du kannst ja den Ort nicht mehr finden, wenn da nichts zur Erkennung ist, ne? Ein Baum oder was auch immer. Ich glaube nur deswegen, um diesen Brunnen von Simsim zu finden. Das, ich glaube, deswegen nur haben sie es damals gemacht oder gebaut. Nee, guck mal, diese Kaaba, die war schon vorher. Damals hieß es auch Hajj. Also Mohammed hat das alles übernommen. Aber die hieß nicht Hajj, die hieß Hak, weißt du? Damals waren sie alle nackig und haben sie rum um den Dings da hier, das ist wegen Frucht. Also das, siehst du doch, diese Loch. Lati wal Izza waren da, aber wie gesagt, die haben doch an diese Kaaba gebetet. Du siehst doch, es sieht auch so wie ein. Die haben ihre Dings, sag ich, Frauen. Da, ja. Genau, und da liefen sie damals alle nackig. Und es gibt auch sogar in Hadith auch, wo sagt er zu ihnen, wa kunna natufu ma'a Rasulillahi wa dhukuruna mali'atun bil. Weißt du doch, weißt du? Mani. Hast du verstanden auf Arabisch? Ja, natürlich. Also, kunna natufu ma'a Rasulillahi wa dhukuruna mani'atun bil mani. Mali'atun bil Mani, also die waren auch mit Mohammed da auch nackig. Da waren auch Frauen, die Geschlechtsverkehr machen für Geld und so dort, ja. Genau, aber die haben da sich also allerdings hier wegen Fruchtbarkeit, wenn die kein Kinder bekommen haben, die sind alle nackig da rumgelaufen und hin und das war diese Kaaba. Und dann hat Mohammed weiter übernommen, so wie die war.
hatte. Deswegen ziehen sich alle nackig und dann haben sie diese weiße Gewände jetzt draufgepackt, verstehst du? Weil das war nicht so zeitgemäß sozusagen, weißt du? Nackig drücke. Ja. Also ich wollte mal nur was sagen. Klar, der Islam ist wirklich tatsächlich sehr, sehr gefährlich und eine Gefahr für die ganze Welt. Ich kenne keine Religion so gefährlich wie der Islam. Ne? Und Gott sei Dank, sage ich zweimal, dass die Mehrheit Muslime sich nicht daran halten. Stellt euch mal vor, wenn sie sich alle daran halten, was würde da passieren? Ja, wir werden, ne? Nur noch Frage der Zeit, man muss aufpassen. Man soll es ernst nehmen. Und das Problem ist, 90% aller Muslime, sie kennen ihre eigene Religion nicht. Das ist erstmal das, weißt du? Genau. Zweitens, sie sind geboren als Muslim, die wissen weiter als Muslim. Also die praktizieren ihre Religion einfach nur, weil die damit geboren sind und so. Die sehen, von klein an würden sie so erzogen, ey, das ist der beste Religion und alles andere ist nicht. Da sagt er, inna dina indallahi wal Islam. Yani die sagen einfach, das Religion ist, bei Gott ist nur der Muslim. Alle anderen sind alle Heiden und Ungläubige, weißt du? Das ist schon so. Und das würden sie als kleine Kinder schon gefüttert in den Köpfen, weißt du? Deswegen, was soll aus diesen Leuten werden? Also kann auch nichts werden. Aber sie haben ihre eigene Koran. Wenn du mit Leuten redest, ich diskutiere öfter mit denen, du siehst schon, die haben keine Ahnung. Ich muss denen sagen, welche Sura die lesen und welche Hadith die lesen und die haben keine Ahnung, du haben noch nie gehört, ja, du lügst. Ich sag, pass mal auf, mach mal, schlag mal das auf, so, Hadith so und so, Sura so und so und dann schlägt er auf. Ja, aber das ist bestimmt nicht so gemeint. Weißt du, die wollen ja nicht mal wahrhaben, verstehst du? Das ist das Problem bei denen und das ist wirklich krank. Und, ich habe auch sehr viele Freunde, die Muslime. Ja, mein Lieber. Ne, und die kennen sich damit absolut nicht aus. Ne? Und Gott sei Dank, dass die Shisha-Muslime, ich nenne sie einfach Shisha-Muslime oder Euro-Muslime, die sind tatsächlich wirklich sehr, sehr frieden. Ne? Nein, weißt du warum? Weißt du warum, Sicario? Sind die sehr zufrieden? Zufrieden? Lianahum du'afa. Du'afa zum Dienen. Ja. Nein, du'afa. Achso, übrigens, du'afa, danke an alle, die uns. Danke an alle, die uns hier Blumen verteilen. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, aber nicht du'afa für din. Nicht du'afa für din. Du'afa für Qital. Ja. Das kommt sowieso dazu. Ja, das ist nur der Zeit. Ja. Da habe ich ja gesagt, wenn die Oberhand haben, oder? Geht's dann ab. Das siehst du schon, wie schon ihre Demos da abgehen, weißt du? Deswegen. Aber guck mal, diese westliche Land, die haben damals, die wussten ja nicht. Verstehst du, wie sie agieren? Die haben immer gesagt, der Islam nicht. Das sind die Muslime, die immer falsch verstehen, den Islam hin und her, bis diese ISIS damals gekommen ist, weißt du? Und dann haben die ganzen Europäer gesehen, was diese Religion praktiziert, was der richtige Islam ist. Verstehst du? Das haben sie danach mitbekommen. Und das war schon der Genickbruch für die eigentlich. Verstehst du? Das war der Genickbruch, dass sie wirklich alles, die ganzen Europäer einfach ihre Augen aufgemacht haben. Und dann haben sie selber sich recherchiert und informiert und hin und her. Und dann haben sie gesehen, aha, das ist nicht der Moslem, weißt du? Das ist nicht der Moslem, der das macht, das ist der Islam, der ihn hinbringt. Verstehst du? Weil wenn du mit Leuten redest, sagst du, nein, diese Türken oder Araber oder diese, wie du gesagt hast, diese Shisha-Bar-Muslims, so, die verstehen ihre eigene Religion nicht, die versuchen, die zu verteidigen, sagen, nein, das sind die Moslems, die falsch verstehen und die sich einfach hingehen und dann kämpfen und bla bla bla. Die sind Leute, da sind genau diese Leute, die nicht selber ihre Religion verstanden haben. Sonst ISIS hat die Religion verstanden. Und sie gehen ganz genau. Die Shisha sagen, das sind keine richtigen Muslime, ne? Die ISIS oder hier die Boko Haram oder die Hamas oder wie sie auch immer heißen, ne? Aber die praktizieren genau nach dem Islam. Weil das sind ja die richtigen Muslime, ne? Und genau ist das, so ist es. Die Euro-Muslime meinten, nee, das sind überhaupt gar keine richtigen Muslime. Doch, das sind die richtigen Muslime. Weil die gehen genau nach dem Koran, nach der Schrift, genau was da steht. Sie haben genau so. Und nicht anders. Ja, da musst du den fragen, was hat ISIS, was Mohammed nicht gemacht hat? Was hat ISIS gemacht, was Mohammed nicht gemacht hat? Die machen genau so. Hat ISIS geschlachtet, die Leute? Mohammed hat Leute geschlachtet. Hat ISIS Leute Sabaya genommen, zum Beispiel diese ganze Jesidin? Hat Mohammed genauso gemacht. Hat Mohammed Ghanaim genommen, also die Leute beklaut?
haben ISIS auch genau dasselbe. Also alles, was ISIS gemacht hat, haben sie alles von den Sunna und von Scharia und von Islam gemacht, verstehst du? Die haben nichts gemacht. Gesagt, aber die verleugnen das. Das stimmt absolut nicht. Und wenn ich sage, mach mal Sure 3, Vers 56, da steht ganz schwarz auf weiß, was da los ist. Ne? Das stimmt ja gar nicht. Du kennst ja die Bibel gar nicht und so. Ne? Den Koran, mein Gott. Ja, weil ich sag dir, das ist ja das Problem. Bei den Leuten, guck mal, Guck mal, das sind moderne Menschen, die einfach in Europa gewachsen sind. Die können sich mit ihrem Gewissen eigentlich nicht einigen, dass das wirklich sowas passiert. Verstehst du, sie wollen ja nicht wahrhaben. Sie versuchen mit aller Macht zu verteidigen. Nein, der Islam ist nicht so. Aber lass mal einer von denen richtig vertiefen und richtig seinen Islam richtig lesen. Dann würden sie schon auf jeden Fall finden, dass es alles ja, so ist und nichts anders. Ja. Hört ihr mal das mal an, okay? Nur für mich. Kennst du das? Nee, der Vogel? Aber das ist der Vogel? Ja. Ja, ja, ja. Das hört sich genau wie der halbe Schnurrbart, ne, aber ein Muslim. Ja, genau. Das war gut gerade, halbe Schnurrbart. Bewerte mal von 1 bis 10. Ja. Du, das ist, ich weiß nicht, dass so eine Leute noch hier in Deutschland existieren. Also ist eigentlich Schande für Deutschland, dass so eine Leute noch hier sind. Also, der ist ja unter dem Verfassungsschutz und der wird halt von der Polizei, jetzt von den Behörden wirklich auf Schritt und Tritt da kontrolliert, der Typ, ne? Wie er, wo und hier Barkau, wie die alle heißen, die sind wirklich alle unter der Kontrolle, da muss man auch sagen, ne? Und ich hoffe, nicht nur die und dann in deren Moscheen, die werden so dermaßen kontrolliert, die dürfen nicht mal da furzen, deren Gestank riechen, glaub mir das. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich Absicht. Und das ist auch richtig so, weil da sind richtige Hetzer-Leute und so verpassen die Jugendlichen, die hier gar keine Ahnung von ihrer Religion, von ihren Schriften, Gehirnwäsche und so passieren natürlich diesen Unfälle, die wir haben, ne? Diese Probleme, die wir in Europa, geschweige denn dieses Länder, die wir da haben, das sind solche Menschen. Genau, das ist alles von TikTok. Diese Salafisten, die manipulieren die anderen Jugendliche. Beispielsweise ja, diese eine. Ich hab solche Streams gemacht auf Arabisch. Ne? Dann habe ich mir einen Stream auf Deutsch gehört, wie der neue Muslim zum Beispiel, jugendliche Muslim, sagt: Ja, wir übernehmen hier und dies und das. Deswegen, jetzt gehe ich gar nicht, ich gehe nur auf Deutsch. Guck mal, ich diskutiere auch öfter mit AfD-Leuten. Ne? Also ich sag euch, alle AfD wählen, echt. Pass auf. Würdest du die AfD wählen? Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Bitte na, sowieso. Gott sei es gedankt, ich so. Küsse dein Herz. Pass auf. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich bin auch viel mit auch ein paar Vorsitzenden, die ich kenne. Wir haben öfter diskutiert. Diese Leute, die haben wirklich richtig den Islam richtig angeguckt und studiert. Also ich habe mit dem wirklich gelesen, also richtig gelesen und die konnten wirklich jede Sura, den ich gesagt habe, haben sie mir auch auf Deutsch gesagt, weißt du? So, und dann, ich war erstaunt. Also diese Leute sind wirklich, die haben sich wirklich intensiviert, also in diesem Thema, weißt du? Und das war richtig krass. Ja, Sicario, guck dir das mal zum Beispiel ISIS, die in Syrien und in Irak waren. Die waren Hälfte aus Europa. Ja, ja, sind viele die von sind hier. Alle, die sind alle sehr versteckt, verstehst du? Aber warte ab, wenn ihnen solche Idioten wieder ein bisschen in die Hand kommen, dann siehst du die alle auf einmal. Es ist wirklich so. Ich sag denen immer, die verstecken sich unter, die machen diese Taqiyya, weißt du? Diese Lüge heißt das, Taqiyya. Und deswegen, die dürfen lügen zum Beispiel in diese, weil die tun so, ob es nein, wir sind alle in der gleichen, nein, wir müssen, aber sobald, dass sie die Übermacht kriegen, dann sind die alle weg. Da siehst du doch, die arabische Wälder haben sie alle zerstört. Syrien, Irak, Libanon, überall, wo die ganzen Christen da gelebt haben, haben sie alles zerstört. Und guck mal, sind Drittländer jetzt. Früher waren die die größten, guck mal, diese Assyriten, die Aramäer, die Aschuren, weißt du, die da drüben waren, die waren die größten, wie sagt man dazu, Hadara, Schumann Hadara Jakobus auf Deutsch. Also Volksgruppe kann man sagen, so.
Zivilisation, die war schon vorgeschritten, schon 1000 Jahre vorgeschritten. So, wo die Islam gekommen ist, sind die wieder 1000 Jahre nach hinten, weißt du, gelandet. Das ist ja das Problem bei denen. Deswegen, man muss mal wirklich, also ich mache jetzt wieder ein neues Thema, ich bin jetzt wieder da, ich mache mal jetzt demnächst mein eigener Live, ich mache mal so, wieso haben die Muslimen Angst von AfD? So. Da seid ihr alle eingeladen. Ja. Inshallah. Ich wollte es was sagen. Mit. Scario, Scario. Ja. Ja, mein Lieber. Scario. Was sagt ihr? Das wird kein Kindergeld. Da wird kein Kindergeld geben. Deswegen haben die Angst. Auch ja, die werden ja überhaupt nicht praktizieren, so wie sie jetzt praktizieren hier. Bruder, die werden die zwingen. Die werden jetzt nicht zu arbeiten und ein Araber kann gar nicht arbeiten, weil wer arbeitet 11, 12 Stunden wie ein Deutscher, der wird es nicht schaffen, der wird depressiv, der findet da Angst. Und wer nicht arbeitet, der wird halt die Hälfte seines Gehalts abgezogen. Und davon haben die Angst. Verstehst du? Ja, das ist ja. Naja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch mehrere Sachen. Weißt du, sie haben schon gesehen, mit diesem, guck mal, mit dieser, ich sag mal so, guck mal, ich habe nichts, ich sag immer, wir lieben immer die Muslims. Verstehst du, wir haben nichts gegen die Muslims. Wir haben gegen den Islam, diese Ideologie, diese Teufelsideologie. Du kannst doch nicht mit einer Ideologie rechnen, zum Beispiel mit einer Bombe jeden Tag bei dir zu Hause leben, ob die dann heute Platz oder morgen Platz. Verstehst du? Damit kannst du ja nicht leben. Und diese Ideologie, diese Islam-Ideologie, die will die ganze Welt vernichten, nur der Islam ist gut und alles andere ist unakzeptabel, verstehst du? Entweder wirst du zum Muslim oder wirst du umgebracht. So. Und mit so einer Ideologie kannst du ja nicht leben. Wie willst du mit so einer Ideologie leben? Das geht doch gar nicht. Also es geht ja nicht so um die Leute. Also schau mal, Sicario, schau mal. Wenn beispielsweise, Gott bewahre, wenn es wirklich so kommen sollte, die Shahira, wie das heißt, ne, in Deutschland Beispiel oder in Österreich. Und wenn jemand sagt, hey, ich zwinge dich jetzt zum Islam zu konvertieren, bei mir ist es so, ne, Beispiel. Dann würde ich sagen, okay, bitte bring mich um. Ich sagte ehrlich. Dann soll die mich sofort umbringen. Ich sagte ehrlich, mein Bruder. Weil ich würde niemals meine Religion wechseln, nur wegen dieser Scheiß-Satanisten. Tut mir leid, TikTok sportlich. Niemals würde ich das machen. Gott bewahre, Ehrenfrau. Wenn es so passieren würde. Ehrenfrau. Ich meine das ernst. Ich mach das nicht auf große Klappe. Verstehst du, was ich meine, mein Bruder? Ich sag ehrlich. Nee. Hast du recht. So ist es. Guck mal, unser Volk auch damals, der hat sich auch gewehrt. Guck mal, die haben die Hälfte von denen geschlachtet. Wir sind noch damals, wir haben doch damals in dieser Gegend von Türkei damals gewohnt. Weißt du, diese Mardin und diese ganze Ecken. Die haben damals die ganze Aramäer und Armenier da alles geschlachtet. Die ganze Jesidis, alles was nicht Muslim war, haben sie die ganze, weißt du, alles geschlachtet. So, die sind doch die Leute, die wollten auch keine Muslim werden. Die sind alle abgehauen Richtung Syrien, weißt du. Und so waren wir auch weiter und bis jetzt die Minderheit gewesen. Wir waren damals die Mehrheit, jetzt sind wir auf einmal die Minderheit. Und das ist das Problem bei denen, weißt du. Und man muss auch drauf, wirklich Auge drauf werfen, weil diese Leute, die kann man nicht vertrauen. Solange dass diese Tahriyat haben, die kannst du nicht vertrauen. Die kommen heute, du bist mein bester Freund, mein Dings daher. Morgen, wenn sie in Mehrheit sind, bist du toter Mann. So ist es, das ist das Problem. Und das hat auch wenigstens diese AfD mitbekommen, weißt du? Weil das sind wirklich, ich habe, wie gesagt, mit vielen von denen zu tun. Und sie haben das wirklich richtig recherchiert und studiert. Und deswegen sagen sie, nee, also Islam gehört nicht zu Deutschland. Wie Merkel gesagt hat, Islam gehört zu Deutschland. Das gehört nicht zu Deutschland, verstehst du? Definitiv nicht. So, sobald das ist, ey, coole Logo da oben. Super. Einigkeit und Recht und Freiheit. Der Islam gehört in der Mülldeponie. Was? Der Islam gehört in der Mülldeponie der Geschichte. AfD. So ist es. AfD. AfD. Ausländer für Deutschland. Ja, aber es gibt wirklich, die meisten Christen zum Beispiel, die ganzen Ausländer-Christen, die wählen alle auch AfD. Und die machen immer die Leute Angst von AfD. Nein, die wollen alle, im Gegenteil, ich habe so viele Freunde von denen, das ist überhaupt kein Problem, weißt du? Solange, dass du arbeitest, deine Steuer bezahlst, bist du vernünftig, wer will dich denn hier rausnehmen? Im Gegenteil, Sicario, hast du dir mal das Parteiprogramm von der AfD durchgelesen? Habe ich. Die haben ja, aber viele Angst vor. Ich glaube nicht. Also ich formuliere es mal so, dass man Menschen leicht damit catchen kann, mit einfachen Sachen wie, ja, Geld wird ins Ausland gepumpt und die Schulen sind marode, Kita-Plätze unterbesetzt und. Also diese Themen, die natürlich jeden berühren und noch sehr, sehr viele andere Themen,
Es gibt auch Menschen, die sagen, lass doch mal die AfD regieren, dann wollen wir mal sehen, was passiert. Also ich habe keine Angst vor der AfD, weil die AfD wird, selbst wenn sie regieren würde, also die Baustelle Deutschland würde einfach nur noch größer werden. Also es wäre jetzt nicht so, dass Abschiebung dies und das und so stattfinden würde. Umkehrschluss muss man sagen, Deutschland ist einfach schon an dem Punkt, dass es zu offen ist, also fast wie so ein Durchgangsbahnhof, wie so ein nobler Hauptbahnhof, wo alle Züge durchfahren, wo alle Menschenkulturen, jeder kann sagen, machen und tun. Da müsste schon ein, zwei Regulierungen stattfinden, da bin ich klar der Meinung, es kann nicht sein, dass ein Pflegeheim Betten hat, die ich noch nicht mal bei Ikea bestellen kann, die aus dem gefühlt Zweiten Weltkrieg sind, und rechts daneben wird ein Fünf-Sterne-Hotel hochgezogen mit goldenem Wasser hin. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass die AfD die Lösung ist. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Keiner sagt, die AfD ist die Lösung oder sonst irgendwas. Guck mal, die wird auch nicht die Welt ändern jetzt von heute auf morgen. Aber ich sag dir eine Sache. Seit hunderte von Jahren regieren CDU und SPD, einer von beiden kommt immer an der Macht. Und jeder schiebt den Ball zu den anderen. Wenn CDU ist an der Macht, dann sagt er zu dir, guck mal, SPD hat die ganze Zeit nur mit ihrer Politik alles kaputt gemacht. Ja, wir müssen alles erstmal aufräumen, um irgendwie. Und seit Jahren, ja, also seit Jahren wird es nur tiefer nach unten. Und das Schlimmste ist diese Ampelregierung, was gekommen ist, war was diese Grüne gemacht haben. Die haben den ganz Deutschland zerstört, sowieso. Also das ist ja ein Fakt, weißt du? So. Jetzt gibt es eine Partei, die sagt, pass mal auf, erstens sind mein Volk, die hier leben, denen muss es gut gehen und dann das Rest der Welt, verstehst du? So, was spricht denn dagegen? So, wenn die eine sagen, zum Beispiel, ich wegen Gelder zum Schicken hin und her, nein, ich sag dir ehrlich, wenn die sagen, ja, Gelder hin und her transportieren, die sagen nicht, dass du kein Geld zu deinen Eltern schicken oder sonst irgendwas. Die meinen jetzt mit Geld dahin und hier schieben, das geht jetzt um Summen, ein erhebliche Summen und nicht jetzt hier 1000 Euro und 2000 Euro darüber zu deinen Eltern zu schicken. Das stimmt ja gar nicht. Das machen sie nur so verbreitend in den Medien, alles kaputt zu machen. Drittens, darf ich dir eine Sache sagen? Also ein Fakt ist, dass wenn man sich, also wenn man jetzt politische Gelder, also Steuergelder vergleicht mit dem Geld, was man jetzt zum Beispiel als Firma investiert etc., das sind andere Sphären. Das, was ins Ausland gepumpt wird, ist im Vergleich zu dem, was hier in Deutschland verbrannt wird. Also hier in Deutschland selber verbrannt wird. Einfach utopische Summen, Ausschreibungen, die nicht vernünftig stattfinden, wo nur ein, zwei Firmen dran teilnehmen und dann... Aber mein Lieber, genau so ist das. Das ist ja, genau das, was AfD wegmachen will. Ja, aber sorry, Freunde, AfD wird nur die Reichen, ein bisschen, ne? Nein, die Steuern wegmachen und die kleine, arme Leute sollten mehr Steuer zahlen. Nein, doch, die unterstützen die großen Firmen und so, da muss man ganz klar sein. AfD unterstützt, dass die nicht Steuer zahlen sollen, die macht jeden Gesetz, der für den kleinen Bürger ist, machen sie kaputt und die helfen nur die reichen Firmen und so. Das ich möchte nur damit sagen, dass zum Beispiel die AfD möchte Menschen damit catchen, indem die sagen, ja, in Peru wird eine Fahrradstrecke, nein, nicht von 320 Millionen, das sind 44 Millionen. Ob es 44 oder 100 Millionen, spielt ja keine Rolle. Damit versuchen sie Menschen zu catchen und sagen, guck mal, das Geld geht ins Ausland, auch wenn es nur 500.000 Euro werden, aber es geht ja hier raus, deutsche Steuergelder. Damit echauffieren sich gewisse Menschen und sagen, hey, wieso, guck mal, meine Kita hat wieder abgesagt oder mein Sohn geht in die Schule und die Schule sieht aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Sorry, ich bin 35 Jahre alt, ich weiß, wie meine Schule ausgesehen hat. Und die war der totale Müll. Und ich, bis auf dass sie den Schulnamen immer ändern, passiert da nicht viel. Aber das ist noch nicht mal, also das sind Spesen. Das ist Müll an Geld. Für normale Menschen ist das natürlich viel, viel Geld. Aber politisches, also Bruttoinlandsproduktgeld, ist das gar nichts. Weil Deutschland, natürlich, wenn Deutschland nicht im Ausland in Afrika, in Afghanistan, wo auch immer mit Cash präsent ist, dann macht es Russland, dann macht es China, dann macht es Amerika.
also die Politik nach außen ausweiten. Deutschland ist noch ein Global Player, was Geld außerhalb Deutschlands pumpen, ist doch ein ganz kleiner Global Player. China, Russland pumpen viel, viel mehr Geld. Das seht ihr auch. Geht doch mal nach Russland. Guck mal, mein Lieber, ich sag dir eine Sache. Guck mal, die pumpen mehr Geld. Kein europäisches Land pumpt so viel Geld wie Deutschland. Deutschland ist Nummer eins mit, warte, ganz kurz. Aber guck mal, du sprichst doch die ganzen Themen. Aber wieso soll ich zum Beispiel jetzt zu Hamas zum Beispiel jedes Jahr 100 Millionen hinschicken? Wo ich weiß ganz genau, dieses Geld kommt nicht an den Leuten, sondern an diese. Gaza, also ja. erstmal ein Appell vorweg. Da sind wir, denke ich, alle einer Meinung. Alle Menschen, unschuldige Menschen auf beiden Seiten, die sterben. Vor allem, wenn ich Kinder sehe, dann muss ich wegschalten. Sind wir alle einer Meinung. Wir sind alles Gottes Schöpfung und es gibt keinen Mensch, der das Recht hat, das Leben eines anderen Menschen zu nehmen. So. Ja, aber weißt du jetzt politisch jetzt hier als... Und hinterher, Gaza, wenn es wirklich darum gehen würde, dass jeder letzte Cent soll investiert werden, müsste Gaza das nächste Monaco sein. Naja, siehst du, und das meine ich doch. Diese ganze Gelder, was sie einfach weggeschoben für sinnlose, guck mal, das sind sinnlose Steuern, die einfach dahin geschickt werden. Das ist nur einer von diesen sinnlosen Steuern. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Es sind im ersten Gedanken, andersrum, im logischen Gedanken sind es sinnlose Steuern. Weißt du warum? Weil wir, also ich selber habe zwei Firmen und mehrere Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich Geld ausgebe, muss das ja Sinn machen. Also ich verpulver ja mein Geld nicht, sonst gibt es mich irgendwann als Firma nicht mehr. Das heißt, für uns normale Menschen, also Otto Normalverbraucher, ist es sinnlos. Für eine Regierung oder für ein Land sind solche Gelder, die rausgehen, einfach ein Statement, einfach präsent zeigen. Was haben Panzer im Jemen verloren? Was hat Deutschland, weißt du, was ich meine? Amerika ist auf der anderen Seite des Teichs. Also wenn Amerika einfach nur dort bleiben würde, wo sie wären, weißt du, was ich meine? Das sind, ich sag's mal so. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So perfide das auch. Aber du sprichst alles durcheinander. Guck mal, das, was Amerika macht, was die anderen machen, das ist halt reiner Business. Verstehst du? Amerika, pass mal auf. Die sagen zum Beispiel die ganze Zeit, die ganzen Muslimen predigen, ja, guck mal, diese Christen da, die machen da und da kaputt. Guck mal, Amerika ist keine Christen oder keine Juden oder sonst irgendwas. Amerika, die wollen einfach nur Business machen, verstehst du? Aber wenn du dumme Länder findest, die das mitmachen, dann ist es so, verstehst du? Guck mal, Saudi-Arabien, seit 1000 Jahren, sie kaufen immer von Amerika zum Beispiel die neuesten Waffen, die neuesten Geräte, die brauchen die doch gar nicht. Aber wieso kaufen sie die? Saudi-Arabien konnte nur geschöpft werden, weil Großbritannien da Milliarden investiert hat und keine Ahnung, für wie viel Prozent Saudi-Arabien das abgegeben hat, die Schürfrechte. Also, weißt du, in der Zeit des Internets, also mein Wissen zieh ich mir ja jetzt nicht hier, entschuldige, aus dem Hintern, jeder Mensch, der mit einem Thema Probleme hat, wenn er sich eine halbe Stunde beschäftigt, dann hat er zumindest so oberflächlich ein paar Sachen, kann er herausfinden. Ja, na guck mal, wir reden um die Thema rum. Wo ist denn dein Problem mit den AfD? Will ich mal wissen. Was ist denn dein, Problem mit den AfD? Die AfD sagt, pass mal auf, erstmal kommt mein Volk. Ich sage erstmal, was das Problem bei mir mit der AfD ist. Leute, Sekunde, ich wollte mich verabschieden. Ich wünsche euch erstmal alle schöne Nacht. Ja, Jakobus, danke dir. Wir sehen uns bald wieder. Jakobus, und ich sehe an deinem Profilbild, dass du Aramäer bist. Ich bin Slave. Bitte? Ich bin Slave. Slave.
Ja, Paref, Paref. Asan Paref. Auch Armenisch, ne? Aramäer, ja. Armenisch auch, Bruder. Ja, und ich muss sagen, das muss ich wirklich sagen. Also, das ist jetzt außerhalb vom Thema, das muss ich wirklich sagen. Richtige Aramäer, ich kenne keine nicht fleißige Familie. Ich kenne keine Familie, die nicht fleißig ist. Von Mutter, Vater bis Kinder, bis Opa und Oma. Meine Dankeschön, Bruder. Die sind alle selbstständig, ne? Alle selbstständig, alle haben Häuser. Ich muss wirklich sagen, also ich habe schon immer gesagt, wenn leider Mesopotamien gibt es nicht mehr, wenn mehr Aramäer es geben würde, die Welt würde viel, viel besser aussehen. Bruder, es gibt genug, aber langsam kommen die auch alle zurück. Wenn du jetzt ein bisschen geschichtlich und ein bisschen schlau machst, die Dörfer, die Aramäer, die quasi davon da weggescheucht wurden und quasi weggejagt wurden, langsam pöpö kommt alles wieder hoch da. Abwarten, ja. Tee trinken, Bruder. Ja, ja, ja. Wirklich. Deswegen. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Habibi, ich liebe dich. Ich wünsche euch doch alle auf jeden Fall gute Nacht, mein Lieben. Und wir hören uns. Gute Nacht, Jakobs. Gute Nacht. Habibi, bis mal. Gute Nacht dir. Sicario, ja. Dass ich jetzt hier keinen Monolog halte. Was mich so an der AfD stört, also die Kern, oder ich sag's mal so, das, was man jetzt in den Medien so mitbekommt, also das, was sie sprechen, das sind ja alles so Sachen, das sind so Sachen, also eine Sache haben die schon besser, muss ich sagen, zu vielen, vielen etablierten Parteien. Das ist, wenn Scheiße Scheiße ist, dann sagen die Scheiße Scheiße. Wenn ich Mikada Lang sehe, dann redet sie erstmal eine halbe Stunde um drei. Kein Mensch versteht, was sie sagen will, aber jeder weiß, worum es geht. Aber das Problem ist, dass, ich sag's mal so, wenn ich jetzt stehen würde und sagen würde, als Beispiel, alle Thailänder raus. So. Aber das sagen die ja nicht. Nein, als Beispiel, weil das und das und das und das und das und das, als Beispiel jetzt. Und das wären Fakten und das wäre so. Dann kommt, damit catchst du Wähler. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir auf einer Welt leben, dass wir in einer kapitalistischen Welt leben, globalisiert sind. Das heißt, das Problem kannst du nicht einfach mit einfachen Sätzen lösen, indem du sagst, ey, guck mal, wir stoppen die Migration. Guck mal, ich stehe jetzt da und sag, ja, ich sag auch, ich bin 2000 nach Deutschland gekommen. Ich habe 13, also ich war 10 Jahre alt, bin nur mit meiner Mutter und meinem Bruder nach Deutschland gekommen. Entschuldige, ich will den Chat damit nicht langweilen. Weil ich aus Armenien komme, kein Asylrecht hatte, keine politische Verfolgung, kein Kriegsgebiet und keine religiöse Verfolgung hatte, war ich ausreisepflichtig. Armenien ist das erste Land auf der ganzen Welt, das das Christentum anerkannt hat. Seit über 1700 Jahren. Jetzt komme ich hierher. Pegida, das Abendland retten, Trala, da habe ich mir gedacht, ey Mann, eigentlich müsste man uns doch auf Händen tragen. Es gibt 200.000 Armenier in Deutschland. Alle abschiebepflichtig, alle. Außer du sagst, ich komme aus Aserbaidschan und schmeiß deinen Pass weg. Zahlt 20.000, 15.000 Euro Anwaltskosten etc. 2013 Januar habe ich meine Arbeitserlaubnis bekommen. In einem Vergleich, wo ich den... Aber Toni, warte mal kurz. Du redest jetzt so viel. Pass mal auf, du bestätigst doch, dass diese ganze Regierung, was du gerade gesagt hast, das war doch alles Fehler von dieser vorherigen Regierung. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen, die will die AfD doch alles ein bisschen... Ja, aber AfD war doch nicht mal da. Also du redest doch selber. Hörst du dir jetzt zu, was du sagst? Weißt du, wie die AfD angefangen hat? Mit Björn, also weißt du, wie die AfD 2013 angefangen hat? Die wollten aus der EU raus. Somit hat die AfD angefangen. Die waren einfach, also das war eine kleine Partei, die dieses Europasystem nicht gut fand. Ja, auch zu Recht. Du verstehst es nicht. Guck mal, du bist noch zu jung. Pass auf jetzt. Guck mal. Was hat dieses Land zerstört? Wieso ist es dieses Land so kaputt gegangen? Guck mal, die haben ihre Währung verkauft. Da sind so viele europäische Länder, die haben ihre Währung behalten. Wieso hat zum Beispiel,
England zum Beispiel ihre Pound behalten? Wieso behält Schweden ihre Währung noch behält, obwohl auch eine Euro da gibt? Verstehst du? Weil die Währung muss stark sein. Außer Deutschland hat sie ihre. Bitte? Polen hat ja auch ihre eigene Währung. Polen hat sie ihre eigene, außer Deutschland, die hat ihre Währung weggemacht, die D-Mark, verstehst du? D-Mark muss wieder da sein, guck mal, das muss wieder diese Währung da kommen und richtig hoch, stark, richtig hoch gepumpt werden, dass die Leute, auch wenn sie 1000 Mark kriegen, dass diese 1000 Mark so fast wie 3000 Euro ist, verstehst du? Aber damals haben sie den ganzen umgekehrt gemacht, dass die haben die 2000 Mark als 1000 Euro und was kostet der Euro jetzt? Scheiß Dreck. Und das ist das, was kaputt gemacht hat, diese ganze Welt. Und das ist alles runtergestürzt. Warte ganz kurz. Ja. Jetzt ist diese AfD da, in diese an der Macht. Weißt du, wenn die jetzt an der Macht kommen. Guck mal, die haben alle Angst von AfD. Es könnte viel rauskommen von dieser alten Regierung, was da alles wird. Verstehst du, was ich meine? Und das ist ganz genau dieses Problem. Die haben alle Angst von diesen Dings da hier. Wieso haben sie Angst, dass diese kleine Partei eine Chance zu geben, dass die wenigstens irgendwie was erreichen. Guck mal, die haben alle Angst von ihr, obwohl die nichts, guck mal, wenn die an der Macht ist, wie die alle Angst haben, die schieben alle Ausländer, die kann doch nicht alle Ausländer wegschieben, erstmal das. Weil wenn die an der Macht kommen, die würden ja nicht allein regieren. Da wird immer jemand da sein. Verstehst du, entweder mit CDU oder CSU zusammen regieren. Ja. Das heißt, da gibt es ja nicht die Bestimmungsrecht, dass sie einfach alleine bestimmen und sagen, pass mal auf jetzt, alle Ausländer packt eure Sachen und ab mit euch. Verstehst du, es geht ja nicht. Und die sind auch nicht dumm, dass die alle Ausländer, und die haben auch selber gesagt, die schmeißen nicht Ausländer, die da arbeiten, ihre Steuer bezahlen, keine Scheiße bauen. Und die, bist du glücklich? Ich sag dir selber, bist du glücklich mit dieser Situation? Ich weiß nicht, woher du kommst, verstehst du? Ich komme aus Argentinien. Nein, ich meine, welche Stadt du kommst, in Deutschland? Achso, ich lebe in Hamburg. In Hamburg, okay, in Hamburg oder in Berlin, oder guck mal, ich lebe in Berlin zum Beispiel. So, siehst du diese Situation, was auf der Straße ist, diese Großfamilien, was die alles eingerichtet haben, das und jenes und hin und hier, dass welche Leute so mit 16, 17, die nicht mal arbeiten, fahren sie mit Ferraris. Findest du das cool? Vielleicht für dich als Jugendlicher ist cool, aber woher kommt das ganze Geld da? Und wenn sie erwischt werden, sagen wir mal so, ja, was kriegen sie denn da? 3-4 Jahre kommen sie wieder raus, haben sie Millionen. Ist das super für dich? Ich weiß es nicht. Weißt du, ich bin als Selbstständiger, weißt du, wenn jemand bei mir einbricht, weißt du, finde ich nicht so toll. Verstehst du, was ich meine? Nein, und ich will mich auch nicht. Was? Ja, aber du musst das, du siehst mal aus der Sicht. Es gibt mehrere Sichten, mein Junge. Guck mal, das erste ist, dieses Land, wo ich lebe hier, verstehst du? Dieses Land hat mir, guck mal, das hat mir gegeben, was mein Land nie im Leben gegeben hat. Ich komme selber aus Syrien. Ich bin hier seit 36 Jahren in Deutschland. Ja, und so, dieses Land hat mir meine Ausbildung gegeben, dieses Land. Entschuldige, da muss ich einmal eine Lanze brechen. Syrien, also Muslime hier vielleicht im Chat, fühlt euch bitte jetzt erstmal nicht angegriffen. Weil zwischen einem Muslim und dem Islam, also die den Islam, die Sunna und die Hadithe richtig ausleben, Länder wie Syrien, Afghanistan, auch Iran, blühende Länder, bis dann der Islam, der IS ist nicht der radikale Islam, das ist der richtige Islam. Das sind die, die richtig nach dem Koran leben. Also, entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber Syrien, also nur damit die Leute hier im Chat das nicht vergessen, Syrien ist keine Müllhalde, nur weil jetzt seit 3-4 Jahren Leute hier rüberkommen, das heißt nicht, dass Syrien, und ich kann das auch sofort widerlegen, wo waren denn die Syrer 2013, 2012, 2009, 2000, 1990, 1980, 1970? Wo waren denn die Syrer? Kaum ein Mensch ist rübergekommen. Also nur, damit du mich verstehst, weil viele, viele immer schnell auf den Zug springen und sagen, ja, diese ganzen Kriegsgebiete da, ja, war aber damals nicht so. Weil damals eben nicht dieser der richtige Islam herrschen wollte. Entschuldige. Ja, weil das war auch nicht von Islamisten regiert, aber jetzt ist egal. Guck mal, ja. Es geht jetzt nur um die ganze Geschichten hier zum Beispiel. So, ich sag, dieses Land hat dir alles ermöglicht, verstehst du? Wo wir da sind, hat sie uns alles ermöglicht. Man muss auch dankbar sein für dieses Land, was sie für uns getan hat. Erstmal das. Zweitens,
außer diese ganze Möglichkeit hat, verstehst du, da würdest du in deinem Land nie diese Stufe erreichen, weißt du, was wir hier erreicht haben, verstehst würde du, ich was aber wir hier haben, was hier alles, genau, und zwei, genau, pass auf, und dann, da musst du auch dankbar sein und zeigen der Dankbarkeit, verstehst du, ich habe gesagt, wenn es hier Krieg einbricht, ich bin der Erste, der an der Front kämpft, wieso, weil ich habe Dankbarkeit für dieses Land, was sie für mich getan hat, würde ich auch zurückgeben, verstehst du, wenn du nicht siehst, wo du lebst, also für mich ist mein Heimat, wo ich gerade mich wohlfühle und wo ich lebe und was für dieses Heimat für mich tut, verstehst du? Und das ist gerade hier Deutschland, verstehst du? So, es kann sein, dass die AfD kommt und danach auf einmal haben sie andere Geschichten, dann kannst du die abwählen. Keiner zwingt dich, die zu wählen. Da kannst du immer nur sagen, okay, die hat jetzt diese 4 Jahre gemacht, die 4 Jahre haben sie nichts geändert, war alles scheiße, okay, dann wählen wir die ab. Wo ist denn das Problem? Wieso haben sie so Phobie aus diesen Dings da? Also die machen so viel Tralala aus diesen Dings da, ob das hier irgendwelche Monster da an der Macht gekommen ist, obwohl sie haben nichts mal gesehen. Also sie war noch nie an der Macht oder irgendwie mitgesprochen hat oder irgendwie was mitgetan hat, verstehst du? Ja, aber dafür sorgen die auch selber, weil die das nicht intelligent angehen. Weil nein, mein Lieber, nein, ihr versteht die falsch. Ihr seht nur den Medien, was sie alles vorbereitet, verstehst du? Und was sie die Medien ja, alles aber das ist es quatscht, ja. Verstehst du? Guck mal, Armenien, das ist das Problem, Armenien, diese Armenien, Medien, die quatschen zu viel Scheiße. Armenien, ich frage dich, Armenien, ja. Bist du hier als Flüchtling? Ja, ich bin Sommer 2000 hergekommen, wir sind, also offiziell sind wir Wirtschaftsflüchtlinge. Also jetzt nach 24 Jahren würde man sagen, ey, guck mal, wir brauchen diese Wirtschaftsflüchtlinge, die hierher kommen, weil sie hier was aufbauen wollen. Damals als Wirtschaftsflüchtling, weil kein Asylrecht, kein Krieg, keine politische Verfolgung, keine religiöse Verfolgung hieß es, wieder ausreisen. Guck mal, du hast doch gerade gesagt, du bist selbstständig, du hast Firmen. Wovon hast du denn Angst? Ja. Dass sie dich hier abweisen oder was? Nein. Wovon hast du denn Angst? Aber ich sag dir eine Sache, ich würde zum Beispiel... Ich weiß nicht, wie der Chat das... Also ich sag, ich sag dir nur eins, guck mal, warte, Armenier, ich sag dir nur eins, hier ist eine Sura, ich bin Iraker, ne, wir haben Kriege gehabt, seit 80er, 90er, ne, wir haben immer Kriege. Ich bin nicht auch, in 2000er war Saddam da, aber ich bin einfach hierhin gekommen, weil ich konnte mit Muslims nicht da leben, zum Beispiel, ja. Aber... Ich bin seit 25 Jahren hier und wenn ich jedes Jahr Urlaub gehe und gehe ich nach Irak Urlaub, dann ganz ehrlich, wenn die AfD kommt und sagt, aber warte, wenn ich jedes Jahr dahin gehe und mache ich Urlaub da, in meinem eigenen Land, wo ich da abgehauen bin, dann ganz ehrlich, mit Recht, sollen die mich abschieben? Da habe ich das verdient. Weil, was habe ich hier zu suchen? Ne? Wenn ich jedes Jahr gehe ich dahin und mache ich da Urlaub und gebe ich mein ganzes Geld da aus und nicht irgendwo hier. Verstehst du? AfD hat mit dieser Leute ein Problem auch. Wenn du keine Straftaten begehst, warum sollen wir dich abschieben? Na, wenn du dem Land und den Leuten nicht schadest, warum sollen wir dich abschieben? Jürgen, die Gesetzgebung ist so, Bleiberecht ist ja, ich sag's mal so, wäre es in einer romantischen Welt, wäre es so, dass jeder, der hierher kommt, seinen Nationalpass vorzeigt und sagt, sagen wir mal, an der Schwelle der deutschen Grenze steht und sagt, wie, ich sag's mal so, richtig, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber wie, wenn man, an so einer Zollgrenze ist und die Zollgebühren zahlt. Wenn man den Pass vorzeigt und sagt, ich bin Iraker, ich bin Syrer und nicht den Pass im Mülleimer schmeißt, über 3 verschiedene Länder schwarz hierher kommt und versucht mit seiner Familie was aufzubauen. Mindestens 3 bis 4. Dann sage ich dir, dann wären locker sehr, sehr viele Menschen hätten absolut gar keine Chance hier reinzukommen. Also ja, aber ich frage mich mal eine Frage. Guck mal, sehr viele Leute zum Beispiel, die aus Syrien gekommen sind oder aus Irak oder sonst irgendwas. Guck mal, die sind schon über mehrere Länder. Ich sag mal so ganz ehrlich, wenn ich jetzt von hier vertrieben wird und ist bei mir hier Krieg, ja, ich versuche mal das nächstbeste Stadt, wo rauskomme, wo kein Krieg ist. Verstehst du? So sogar den bestnächste Dorf, damit ich ja diesen Dorf nicht sage. Aber ich fahre nicht über 3, 4 Länder erstmal, um nach Deutschland zu kommen und zu fragen, okay,
wo geht's mir am besten finanziell, weißt du gut? Okay, Deutschland, die bezahlen am meisten. Verstehst du? Was ist denn das? Verstehst du? Warte, hör doch mal zu, du bist noch viel zu jung dafür. Guck mal, wenn ich als Flüchtling, dann würde ich den nächstbeste, wo ich da komme und mich wohlfühle, dann bleibe ich auch da, dann sage ich, pass mal auf, ich bin vorübergehend ja da, bis mein Krieg zu Ende ist und dann ist alles gut. Ich bin jetzt hier in Sicherheit und ist alles okay. Aber ich setze mich nicht dahin und frage mich, wo kriege ich am meisten Geld oder wo wird es am meisten bezahlt und dann gehe ich zum Beispiel über Tschechien und Österreich und was weiß ich, damit ich nach Deutschland komme. Wieso bist du nicht da geblieben? Na, da ist ja nicht so, na, da zahlen sie nicht so gut Geld, verstehst du? Aber Deutschland ist natürlich der Paradies, da kriegst du alles, die ganze Scheiße hinterher. Das ist doch nicht normal. Wenn mal, sie das stoppen wollen, warte kurz, lass mal einen ausreden. Guck mal, du redest, lass mal auch einen ausreden. Guck mal, das Problem ist, du musst anders denken. Das ist das Problem bei allen Ausländern. Verstehst du? Ich war selber so als kleiner Junge. Du musst selber andersrum drehen. Stell dir mal vor, dass diese Ausländer, was die hier in Deutschland machen, die würden in dein Land machen. Da kommt ein Deutscher nach Syrien und der macht ganz genau, was die Syrer oder die Araber hier zum Beispiel in Syrien machen. Weißt du, was sie mit ihnen machen? Die würden ihn mitten auf der Straße schlachten. Verstehst du? Das ist nur die Bevölkerung. Ich rede nicht von der genau. Politiker sogar hier. Einfach, verstehst du? Und das ist das Problem. Du musst dich einfach nur umschalten und denken, das ist dein Land und guck mal, was die Leute hier in dein Land machen. Ich sag dir eine Sache, du sagst Syrer, ja? Vor 36 Jahren, wo ich hier gekommen bin, ja? Mit meiner Familie. So, die Syrer, die dürften nirgendwo rauskommen, weil die hatten Embargo. Das heißt, wo mein Vater hergekommen ist, der kam hier als Student. Das Gleiche. So. Ja, der kam hier nur als Student, da durften nur ein paar Leute. Wir durften Hamburg nicht verlassen. Ja, guck mal, da durftest du zum Beispiel nur hier als zum Beispiel entweder Anwalt oder Student und so. Mein Vater hat damals richtig als Professor Doktor studiert und deswegen ist er hier gekommen, sind wir hier geblieben. So, und die Syrer hier, du konntest die auf die Finger zählen. Und wir waren gern gesehene Leute. Wenn ich irgendwo hingegangen bin, dann haben sie gesagt, oh, Syrer, oh, sehr gut. Weil das keiner ist, hat damals ist, von genau, Jobcenter ja, bekommen. Ja, verstehst du? Wir haben alle gearbeitet. Sicario. Ja. Sicario, das ist genau wie bei Iraker vor 20 Jahren, 25 Jahren. Genau. Die Iraker genau sind wie. Hier nach Deutschland gekommen, ja, bevor das ja. der Krieg war. Ja. Die kamen hier nur als Besucher. Die haben mit ihrem Dinar, der hat schon damals schon 3 oder 4 Mark gemacht, der eine Dinar. Ja. Die kamen hier nur einkaufen und dann sind die wieder zurückgegangen an ihr Land. Und guck mal, wo die jetzt gelandet sind. Verstehst du? Das musst du dir mal einziehen. Und das ist das Problem. Und das Problem ist, Deutschland hat das meiste Schrottleute aus Syrien hier bekommen. Alle Leute, die noch nie irgendwas im Gehirn hatten, alle die ISIS-Anhänger, die sind die Hälfte schon hier in Deutschland. Verstehst du? Genau. Und das ist, was also das die Leute nicht verstehen. Die intelligente Leute sind alle nach Kanada, nach Amerika geflogen. Genau. Die richtig gut. Und die Dreckleute sind alle hier in Deutschland gelandet. Ja, das ist das Problem. Das darf ich bitte ein Wort sagen, Freunde? Armenier, ich lasse euch ja reden. Ich will nur kurz was sagen. Ja, das, was er gesagt hat, stimmt. Es ist nur halt der letzte Dings hier gekommen. Die Leute, die gute Bildung haben und so, sind entweder im Emirat, arbeiten für gutes Geld oder wie er gesagt hat, Kanada und so. Nicht nur so nutzen sie unser Sozialsystem. Es ist noch weiter. Ich saß einmal in einer, so einem öffentlichen Ort, ne, und eine Familie hat sich unterhalten. Die haben wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich Arabisch verstehe. Und die redet mit seinem Bruder in Frankreich. Die sagt ihm, ey, ich habe die Wohnung vermietet. Der hat eine Sozialwohnung. Ne? Ich werde jetzt die Wohnung vermieten für 150 Euro die Nacht für eine Familie, die kommt aus Dubai oder was weiß ich, für einen Arztbesuch. Und ich komme zu dir für eine Woche oder 2 Wochen, ne? Also der geht zu seinem Bruder mit seiner Familie und vermietet seine Wohnung vom Sozialamt, also was er vom Sozialamt bekommen hat. Oder der trennt sich von seiner Frau und die heiraten mit Fatiha, so nach islamischen Gesetzen nur. Und die Frau bekommt ein Haus mit dem Kinder und er bekommt ein Haus allein und die ziehen trotzdem zusammen und vermieten das Haus illegal, die andere Wohnung illegal. Also wie sie das Sozialsystem hier ausnutzen, es gibt Deutsche, die auf der Straße leben, die keine Wohnung bekommen, die keine Zimmer bekommen. Und sie machen Geld noch damit. Sie machen noch damit Geld und Geschäfte, indem sie die Wohnungen schwarz vermieten. Babo, darf ich dir mal ein anderes System präsentieren? Beispiel, ich nehme mal mich als Beispiel. Einer aus der Familie, ich sag's mal so, schafft es, sich wirtschaftlich zu etablieren, hat ein gewisses Auskommen und das trennt ja deine familiäre Wurzel nicht. Also du hast ja trotzdem Kontakt zu deiner Familie, aber einer hat es geschafft. So, wenn ich mir jetzt nach Jahren der Arbeit mir eine Immobilie anschaffe mit 4 Wohnungen.
Der Unterschied zwischen ein Eigenheim, also ein einzelstehendes Haus, bei der Bank anzufragen und zu sagen, die Bank fragt dich, wollen Sie da selber drin wohnen oder wollen Sie es vermieten? Vermieten bekommt man einfacher den Kredit, weil ja ein Einkommen dadurch generiert wird. Selber drin wohnen heißt, du zahlst ja nur den Abtrag. So, jetzt kaufe ich eine Immobilie mit 4 Wohnungen. Sag zu der Bank, da drin wohne ich nicht selber. Ich möchte die 4 Wohnungen vermieten. Ich habe aber eine Familie, größere Familie, die ziehen alle in diese 4 Wohnparteien ein. Jetzt ist aber der Mieter, also die Anfrage der Familie, die sind nicht berufstätig. Sprich, ich reguliere die Miete so, dass ich die Quadratmeter zum Mietpreis passen, dass ich, wenn die 4 Familienparteien da einziehen, die nicht arbeiten und der Staat es bezahlt, ich sag's mal so, wenn ich hätte jetzt 800 Euro pro Wohnung bekommen können, ja, auf der freien Marktwirtschaft, aber im Sozialwesen würde ich 600 bekommen. Ist ja nicht schlimm. Jetzt ziehen da 4 von meinen Familien, also 4 aus meiner Verwandtschaft, 4 Familien ziehen da ein. Das heißt, ich generiere Geld, obwohl kein Mensch arbeitet. Das genügt natürlich nicht, um die Darlehensbelastung zu bezahlen. Ich war bei der Sprache so genervt. Und sagen wir mal... Wir haben ihre Ruins. Effe. Aber warte mal, eine Frage das? Jetzt. Kommt das von Adam? Du bist der größte Alien. Warte, hör mal zu. Eine Frage. Wird das Sven nochmal machen können? Wird er nicht. Wenn Sven... Wollen wir uns das jetzt hier anhören? 30 Kalle für Sven. Ich gehe auf die Knie. Ich belle 30 Mal. 30 Mal und entschuldige mich. 30 Mal. Das wird er nie mehr wieder machen. Ja, du musst, das ist wieder gehackt. Nie mehr wieder. Leute, ja, du musst das drin schauen. Das sie genervt. Wer war das jetzt? Wer war das? Ich habe die jetzt alle gestummt. Ich weiß nicht, wer es war. Adam, wolltest du noch was sagen? Oder ich wollte eigentlich noch einkommen. Ich wollte euch eigentlich nur einen schönen Abend wünschen. Das alles. Danke dir auch. Ich wollte nur was Nettes sagen, Habe. Ich wollte nicht irgendwie trollen. Okay, alles gut, danke. Ich wünsche es dir auch. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Danke dir auch. Danke. Ja. Ja, ich glaube, es macht langsam Feierabend, Freunde. Ich bin schon seit mittlerweile 6 Stunden leid. Es war nett, dich kennengelernt zu haben. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir zusammen, ne? Danke. Ich danke euch auch. Es war schön. Ich will ja nur, bis nächstes Mal, auf jeden Fall. Bis nächstes Mal. Ich bin dann wahrscheinlich morgen, wenn nicht, dann übermorgen wieder live. Armenia Tori, Bruder, Entschuldigung. Ich wusste nicht, wer es war. Ich habe versucht, euch alle zu stummen. Ich brauche dich jetzt nicht mehr hochzunehmen, weil ich mache jetzt Schluss, ja? So. Ich wünsche euch alle gute Nacht. Ja. Danke dir auch. Ciao. Ja, Jürgen? Mit der AfD, ne? Ich weiß gar nicht, warum ihr vorhabt. Guck mal, die AfD, wenn die jetzt ihre Versprechen nicht hält, was denkst du, was dann passieren wird? Millionen werden die AfD verlassen. Da können sie. So ist es. Ja, die hatten ja auch. Von jetzt auf gleich. Von jetzt auf gleich. Guck mal, man müsste der AfD für mindestens 4 Jahre die Chance geben, weil die anderen Parteien haben auch die Chance bekommen zu regieren. Die haben alle Scheiße gebaut. Okay. So, und die AfD, auch wenn man darauf schimpft, die AfD hat nie regiert und alles kriegt die AfD ab. Ja, die sagen, ich glaube, AfD muss verboten werden. Was ist die Scheiße? Geht der Arsch auf Grundeis. Ja, Jürgen, die haben alle irreversible Fehler gemacht. Ich glaube auch. Ich glaube auch, wenn die AfD da auf die Macht kommt, die werden auch lockerer auf jeden Fall. Aber ich finde, die haben das schon verdient, ganz ehrlich. Also ich als Iraker. Nein, du bist super. Ohne Quatsch. Ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Ja. Ich als Iraker, ich habe wirklich keine Angst. Ich habe deutscher Pass. Wenn mir nicht gefällt, dann sehe ich irgendwo ein anderes Land 4 Jahre aus, bis die Regierung sich geändert hat. Wenn nicht, bleibe ich immer da und das war's. Ganz ehrlich.
Also wo ist das Problem? Warum? Derjenige, der Angst haben soll, ich glaube, der hat irgendwo eine krumme Sache gemacht, deswegen hat er Angst. Ja, aber kleines Beispiel. Guck mal, ich gehe in ein fremdes Land, ne? Ich muss mich an die Gesetze halten. Begehe ich da Straftaten? Nein, ich sag dir das, nur zum Beispiel. Guck mal, ich zeige dir nur Beispiel. Geh mal nach Ägypten jetzt, ne? Die haben gewählt, dass die ganze Sura abgeschoben werden. Die haben 70 Millionen Menschen haben die gewählt, dass sie abschieben sollen. Und das ist islamisches Land und gleiche Sprache und das sind Brüders. Verstehst du? Ja, aber warum nimmt Saudi-Arabien keine Glaubensbrüder auf? Die haben da eine Zeltstadt. Weil die wissen genau, weil die privatisiert den Zeltstadt von 3 Millionen Passen da rein. Die nehmen Leute an, aber gezielte Leute, die kontrollieren. Und das ist 2014, was ich schon. Das ist auch richtig so. Die haben keine Kontrolle gemacht, die haben alle übernommen und die waren auch 50% ISIS. Tut mir leid zu sagen, aber ist so. Und ich kenne viele Leute, ich sage, oh Gott, was habt ihr hier zu suchen? Verstehst du? Freunde, ich danke euch, aber ich muss... Okay, Jungs, Wabu, Carlo, okay. Jürgen, ich wünsche euch eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Ich bin auch gefreut, Sicario, bist auch ein toller Typ. Jürgen, danke dir, mein Bester. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Danke euch, Freunde. Danke, Sicario, hat mich auch gefreut. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend, ruht euch aus. Wir hören uns wieder morgen. Bis dann, ciao, ciao.